Big Smoke, it's me, Carl. Chill. My 3D McKnife. Einen wunderschönen vielen und Abend. Danke auch. Zwei Sätze durcheinander ist schön. Ab und zu mal einen wunderschönen guten Abend. Allen Vollpfosten, die freiwillig auch um diese Zeit kurz Hallo sagen, um einen dicken, bärtigen Mann zu sehen, der mit Giveaways um sich wirft. Seine Mutter ist nicht da. Hallo, Baba. Und ich bin heute gefragt worden für irgendeine Aktion. Mein Lieblingslied, meine Standardantwort, ne, ist natürlich, meine Standardantwort bei sowas ist natürlich, geht nicht, ne, da kann ich ihm 100 Lieder nennen, die es alle verdient haben, mein Lieblingslied genannt zu werden, aber er hat dann gesagt, komm, irgendeins irgendwie, dann sag das, was dir als erstes eingefallen ist, und ich habe ihm das geschickt, was mir als erstes eingefallen ist. Jetzt frage ich euch, ich mache mir gerade noch einen Kaffee. Was ist denn das erste Lied, was euch einfällt? Oder gerade eingefallen ist, als ich drüber gesprochen habe? Das würde mich mal interessieren. Könnt ihr ja mal in den Chat schreiben. Ich bin sofort da. Momentchen noch eben.
Ja, das freut mich doch. Das ist doch ziemlich, ziemlich geil, wenn die Sachen ankommen. Da freue ich mich wirklich drüber. Schön wär's, wenn ihr ein kleines Foto macht und das einfach in den Discord stellt. Einfach in den Hauptkanal, in den General. Das würde mich sehr freuen. Das wäre richtig, richtig cool. Wie gesagt, wenn bis Montag nichts da ist, dann solltet ihr euch melden. Alle Sachen können nachverfolgt werden. Und mein YouTube Premium ist abgelaufen, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so stört, ehrlich gesagt. Ich überlege wirklich, das jetzt zu kaufen, weil die ersten 3 Monate waren umsonst Brausepulver. Einen wunderschönen guten Tag. Suki, einen wunderschönen. Gilmore Girls Fan oder was? schick, geil, oder? Ja, sieht schon, pass mal auf, wenn jetzt ein Baum muss umgetopft werden, das habe ich nicht geschafft, weil ich ein wenig flach lag.
Ja! Ah, einen wunderschönen guten Abend aus dem Pennlager im Studio. Habe ich nicht bekommen, aber soweit ich weiß, stimmt das. Ich verstehe das auch nicht. Ganz viele Leute haben das nicht bekommen, aber ein paar haben es bekommen. Vielleicht haben es nur die bekommen, bei denen noch was auf dem Account ist. Ich weiß es nicht. Aber ich habe versucht rauszukriegen, was los ist. Keiner weiß es. Es wurde wohl nur mitgeteilt, sie machen nichts mehr. Und keine Ahnung. Ich habe einen sehr lustigen Spruch bekommen, wo ich mich gerade fast an meinem Kaffee verschluckt hätte. Da hat man mir geschrieben, ob aus Linflonate jetzt insolvent werden würde. Habe ich nicht gesagt. Müsst ihr selber darüber entscheiden. Die Zusammenarbeit, solange sie war, war sie großartig. Dann müssen wir jetzt mal gucken, irgendwie. Ist halt blöd, dass man das nicht eher gewusst hätte. Wenn wir das eher gewusst hätten, hätten wir viel andere Dinge noch machen können. Schade, aber wenn ihr noch einen Inflonate-Account habt, dann ist das völlig korrekt. Solltet ihr einen wunderschönen guten Abend übrigens an alle. Hoschen, Bose, Wild, Vampi, Muttern, Bose, Kufoline, Single, Brausepulver, Pumpchili. Doch. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Pott, Dankeschön für deinen Prime-Sub. Danke für 15 Monate. Schön, dass ihr dabei bleibt, alle. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auf das Wochenende. Ich freue mich sogar schon auf morgen. Morgen werden wir ganz viel erledigen. Ich weiß, dass viele von euch auch arbeiten müssen nebenbei und so. Und ich werde das morgen auch machen. Morgen wird gepennt. Dann schmeiße ich den Stream an. Vielleicht werde ich zwischendurch, wenn ich telefonieren muss, mal das Mikrofon muten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch ganz viele Sachen euch interessieren. Und es werden auch viele Leute nichts dagegen haben, den Stream anhabe. Wir werden ein bisschen für die Art und Games telefonieren. Wir werden Samstag und Sonntag zusammen vorbereiten. Ich freue mich da tierisch drauf. Und zwischendurch gehe ich zur Post. Vielleicht kommt meine Ma vorbei. Würde ich mich freuen. Ma, was machst du morgen? Hallo. Ich habe in der untersten Schicht unter zwei Säcken Blumenkohl vorhin beim Schauen, wie viel noch in meiner Tiefkühltruhe ist. Und ich hatte nicht gewusst, dass da so viel drin ist. Ich will die ja mal abtauen. Noch zwei Schachteln Eis gefunden übrigens. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Herr Brauzeuge, einen wunderschönen guten Abend. Cherry Muffin, ich weiß das nicht. Doch. Keiner weiß das. Bayonetta, Dankeschön. Dankeschön. Wirklich, vielen Dank. Wenn man so da rumgammelt irgendwie und eigentlich sich überlegt, was man alles machen könnte, aber man ist zu müde oder zu schlapp, dann fällt einem häufigst ein irgendwie, wie geil das ist, dass ihr am Start seid. Und ja, heute mal später. Ich habe heute den ganzen Tag gepennt. Vor mich hingepennt, sagen wir es mal so. Ich hoffe, moin Kojak, ich hoffe, deine Tee ist eine Gletscher, so ungefähr, ja. Aber leckeres Eis gefunden. Und ich habe etwas ausprobiert. Ich habe gefrorene Palatschinken gefunden. Also hier diese so kleine Krebs. Ne? Olli pennt, wir schuften. Ich habe andere Probleme. Diese PS5 zu kaufen, sogar für 600 Euro Disc Edition, nicht möglich. Lars, schreib mich doch mal an. Mit deiner Telefonnummer. Ich habe den Kontakt von jemandem bekommen, der welche besuchen kann. Besorgen kann. Ich weiß nicht, was er dafür haben will. Aber das muss dann auch ernst sein und das muss dann halt, ne, dann frage ich gerne nach für dich. Gogofee, einen wunderschönen guten Abend. Liebe Gogofee, warum ist ein Ausrufezeichen vor deinem Namen bei mir hier in dem Chatty? Bist du wichtig, ey? Gogofee. Hier bist du wichtig, ich weiß nicht. Was bedeutet das? Habe ich noch nie gesehen. Gogofee, hast du das selber davor gepackt? Kann man das? Ich habe keine Ahnung. Mir geht's viel besser. Das Blöde, gibt's auch Xbox, Liebkuck, Gorri? Ich kann nachfragen, wirklich. Aber ich frage halt nicht nach, wenn das... Ach so, das bist du, Lars. Alles. Ich habe gerade nur deine Telefonnummer gesehen. Und wir haben ja gestern den angeschwurbelten Typen rausgeworfen, der nur eine Nummer hatte als Namen. Ich dachte gerade, jetzt hat er mir geschrieben, obwohl ich ihn geblockt habe. Das kann nämlich gar nicht sein.
aber melde ich mich. Heute nicht, okay? Nein, Lars, das weiß ich doch. Alles gut. Und Gorri, ich frage einfach nach. Ich rufe da morgen an, ich frage nach. Das ist der gleiche Typ mit dem Schwarzlicht-Minigolf, der hat mir den Kontakt vermittelt. Ich kann euch, ja, Kojak, wie selbstlos von dir. Dann nehme ich übrigens 5. Ich habe übrigens gestern nochmal darüber nachgedacht und heute, während ich da vor mich hingesabbert habe. Ich halte das mit dem Minigolf für eine Weltklasse-Idee und auch für viel Spaß, aber nicht im Januar und auch nicht im Februar. Ich würde sagen, wir warten einfach mal ab, wie die Situation ist im neuen Jahr, Anfang des neuen Jahres. Und dann kann man sowas auch mal im März machen oder so, wenn dann das vielleicht wieder runtergeht, wisst ihr? Ne? Ich weiß nicht. Ja, ansonsten komme ich mir blöd vor. Ne? Auf der einen Seite zu erzählen, Leute, also ich spare mir das, aber am 3. Januar-Wochenende lade ich 200 Leute ein. Ja, die sind alle geimpft, aber... Wild unterwegs live. Das Niveau von diesem Spruch ist so niedrig. Mein Gott. Ja, also, deswegen denke ich, wir warten da erstmal ab, wie die Situation ist nach Neujahr irgendwie. Ja, ansonsten freue ich mich tierisch auf das Wochenende. Also geplant ist, ich stehe morgen nicht um 7 Uhr auf und stelle mir einen Wecker und kann euch jetzt sagen, wann es losgeht, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wann ich einpenne. Ich bin gestern Nacht ich war so müde, ich habe mich wach gehalten. Bis um 22 Uhr, weil ich dachte, dann schlafe ich durch bis morgens. Nein. Ich bin um 22 Uhr sofort eingeschlafen und bin aufgewacht und dachte mir so, ey Mann, voll geil, jetzt hast du schön gepennt, jetzt kannst du anfangen zu streamen, 1.40 Uhr. Woraufhin ich mir gedacht habe, 1.40 Uhr ist vielleicht ein bisschen blöd, lag dann bis nach 5 wach, bin dann eingepennt. Ansonsten ist die Müdigkeit jetzt weg. Aber ich habe halt jetzt den ganzen Tag vor mich hingepennt irgendwie, zwischendurch was gegessen, weitergepennt. Ob das so klug war, weiß ich nicht. Und vielen Dank, Big Brain. Guck mal, hier, ne, das... Aus der Sicht noch gemütlicher, warte. Es ist ekelhaft chillig, sag ich dir. Aber der linke Baum, der muss umgetopft werden. Sonst gammelt er mir hier im Zimmer unterm Arsch weg und da habe ich keinen Bock drauf. Das machen wir auch morgen. Wir machen morgen alles Mögliche zusammen. Fressen, knacken. Okay, dann viel Spaß dabei. Scheint ein spannendes Leben zu sein. Aber ja, das Studio ist sehr, 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 sehr gemütlich. Ist es wirklich. Ja, damit sind eigentlich schon die Sachen gesagt, die ich sagen wollte. Also, ja, checkt euren Inflonate-Account. Guckt, dass ihr das Geld davon runterkriegt. Mama, du bist nicht die Einzige, die sich nicht einloggen kann in den Account. Ne? Das geht natürlich nicht, dass die... also, ich kam rein. Keine Ahnung, mal. Weiß ich nicht. Also die Wohnung ist immer noch versiegelt. Ich weiß nicht, wie lange die versiegelt ist. Warum trinkt der Idiot Kaffee? Mit einem Strohhalm? 10 habe ich. Lisa! A, das macht doch nichts. B, das tut mir leid. C, ich kann es nicht ändern. Das heißt doch, ich kann es ändern, aber dann hat jeder, der hier reinschaltet, Werbung und so nicht. Und mir ist das immer noch so angenehmer, dass alle halbe Stunde 10 bis 90 Sekunden Werbung ist. Man kann nur noch mit Twitch einloggen. Nein, echt? Doch. Oh. Lars, vielen Dank. Lars, danke schön mal.
96 sind safe bei gewissen Personen und nein, ich bin es nicht. Hä? Dankeschön, Lars. Ja, auch heute gilt, es wird heute nicht lange gehen, weil falls wir heute die Ausrufezeichen Sub nächste Stufe voll machen, kriegt einer ein Paket. Ein 4-Kilo-Paket Haribo noch extra als Überraschung. Gilt nur heute noch. Nein, doch. Oh, wo ist denn das her, Wild? Ist das deins? Sind das deine? Voll geil. Ja. Mit Twitch-Account einloggen. Bei mir waren es gestern 96 Cent, ja, das ist richtig. Naja gut, also ich habe einfach nur auf die App geklickt und war drin, also ich überlege gerade. Ja, kannst du ruhig sagen, von wem, Wild? Bin gerade ein bisschen, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich damals verifizieren lassen, ich musste mich damit, ich habe alles dahin geschickt, Ausweis und so weiter und so fort. Und als ich gestern auf die App geklickt habe, war ich sofort eingeloggt und konnte auch auszahlen. Allerdings war das ein bisschen blöd gemacht, da hat sich einiges getan im letzten halben Jahr. Und nochmal, nein, ich habe keine Ahnung, was ist. Also ich habe ein paar Leute gefragt und die haben auch ein paar Leute gefragt und die haben alle nur gesagt, es wurde gar nichts kommuniziert, es kam einfach nur eine Nachricht mit, wird eingestellt, der Dienst wird eingestellt. Ich hoffe natürlich, dass alle Leute, die dort involviert sind, dass es denen gut geht und dass sie mehr Glück haben mit dem, was sie als nächstes tun. Nichtsdestotrotz hätte man einfach nochmal miteinander reden sollen. Das sage ich auch. Von der Doni! Ah, die kenne ich. Ja, cool. Paddy, einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall einen entspannten Donnerstag. Ich weiß auf jeden Fall, hier immer, vielleicht kann ich dich damit ja catchen, wenn du morgen vorbeikommst, können wir uns irgendwas Leckeres zu essen machen. Ich habe... aber auch andere Dinge fürs Wochenende, die wir nebenbei machen können, wenn wir hier irgendwie ein bisschen zocken und so. Wir können Muffins machen, wir können Kuchen machen. Nein, doch. Wir können Knödelhannes, dankeschön. Ey, lieber Knödelhannes, danke fürs Prime-Sub und danke für zum Dabei-Bleiben-Gedöns. Und lieber Knödelhannes, ich möchte dich auch daran erinnern, dass du die geilste Sau bist auf diesem Planeten. Ich möchte dich daran erinnern, dass du, wenn du Sub bist, du kannst dir hier ein eigenes Ausrufezeichen aussuchen. 0 bis 5 Sekunden, suchst du dir eine MP3 aus, deine Erkennungsmusik, schickst mir das auf Discord. So wie er. Ich habe zwar ein Veto, aber das kann jeder Subscriber. Egal, wie er das Sub bekommen hat, musst du mir nur schicken. Danke, dass du dabei bleibst, freue ich mich. Penny fährt morgen über Essen. Ja, das ist doch schön. So, jetzt bin ich viel zu früh losgefahren und muss jetzt warten. Wo bist du denn hingefahren, Anna? Und Michael, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Ach, ich finde das toll, dass ihr alle da seid. Ihr wollt ja nur wissen, was in den Weihnachtsdingern ist, damit, ne? Ja, ich verstehe das schon. Ich verstehe das schon. Kommen denn Gäste zum Zocken am Wochenende? Ich weiß es nicht, aber wir zocken ja, ne? Also die Spiele sind hauptsächlich, also es gibt das, was hier geplant ist und so geplant ist und was wir morgen zusammen planen, damit ihr auch wisst, worum es geht, ist ja Spiele, an denen ihr mitmachen könnt, bei denen ihr was schnappen könnt, wo ihr vielleicht auch gegeneinander spielt. Und ich meine damit nicht irgendwie Online-Spiele, sondern alles hier irgendwie so gemacht. Das finde ich ganz geil. Und vielleicht spielen meine Mutter und ich mal irgendwas gegeneinander oder zusammen gegen euch oder irgendwie Werbung. Es ist Werbung. Aber die Leute, die ich gefragt habe, ob sie Zeit haben am Wochenende,
die haben alle keine Zeit. Ach so. Die Schwurbler, die haben eh kein Abo. Das heißt, die Schwurbler müssen das auch nicht hören, was ich jetzt sage. Lars, da fehlt, ich schätze, über die Hälfte an Ständen fehlt da, ne? Wegen Abstand und so. Ist man sicher vor Omikron? Man ist 25 Mal sicherer, wenn man sich boostern lässt, auf jeden Fall. Auch gegen alle anderen Varianten und generell ist man sicherer. Sollte in 3-4 Monaten eine eigene Impfung für Omikron nötig sein, dann haben heute die ganzen Wissenschaftler gesagt, ist das überhaupt kein Thema, dann lässt man sich halt ein viertes Mal impfen. Habe ich gar keinen Vertrag mit. Also falls ihr euch fragt, bringt das überhaupt was? Ja, bringt auf jeden Fall was. Also lasst euch boostern. Und wenn dann im April gesagt wird, scheiße Mann, jetzt müssen wir extra gehen, dann gehen wir uns Omikron alle. Ne? Und fertig. Das wollte ich nur auch noch mal kurz sagen. Bei deinem Bart wärst du bestimmt bei COD ein guter Camper. Lieber Michael, dieser Bart geht mir so auf den Sack, du hast keine Ahnung. Der hier oben war noch nie so lang. Wenn ich so mache, sieht man meinen Mund gar nicht mehr. Guck mal. Weg. Lila, hi, Django, moin, Starlord. Falls jetzt ein paar Leute reingekommen sind, die heute schon ihre Preise zugeschickt bekommen haben, fände ich das total geil. Macht ein Foto, steckt's in den Discord in general, dass ein Foto da ist, dass die anderen Leute sehen, ey, ist angekommen, dass ich weiß, es ist angekommen. Sollten bis Montag eure Sachen nicht da sein, schreibt mich an. Alle, wirklich alle. Wo habe ich es hingelegt? Wenn man Sachen dahin legt, dass man sie sofort findet, wenn man sie braucht, egal. Alle Sachen sind mit einer Verfolgungsnummer ausgestattet. Ne? Das gleiche kann ich mit meinem Internet. Oh Mann, ey. Oh, dieses Kopfkino, ne? Das ist so ekelhaft. Junge. Oh Mann, jetzt wollte ich Restgeld von Influencern. Das geht nicht, weil es mindestens 1 Euro und maximal... Also das können sie nicht machen. Ich konnte auch 96 Cent abbuchen. Das können sie nicht machen, wenn es mindestens 1 Euro sein muss. Das, also da würde ich dann schon... das können sie nicht machen. Hat der Leo mich gerade gesiezt? Raus! Moin Leo. NWO-Fan oder was? Elmo, Olli, bist du wieder fit? Ich war gar nicht unfit. Ich war nur müde. Ich habe aber mit ganz vielen Leuten gesprochen, die halt auch Corona hatten. Und die sagen, nicht alle, aber viele, mit denen ich gesprochen habe, die Corona hatten und einen milden Verlauf hatten, dass sie nur gepennt haben. Ganz viele haben da gepennt. Und dann macht das ja auch nur Sinn, dass wenn du dich impfen lässt, dass du die gleiche Reaktion hast oder ähnliche Reaktion hast. Ne? Und das finde ich besser als Schüttelfrost. Viele Leute, die ich kenne, hatten auch Schüttelfrost und waren richtig weggebombt für einen Tag. Das hatte ich überhaupt nicht. Ich habe halt die ganze Zeit gepennt. Ne? War nicht so schlimm wie beim ersten Mal. Also bei der ersten Impfung habe ich einmal 18 Stunden gepennt. Bei der zweiten hatte ich gar nichts, meiner Meinung nach. Bei der dritten, jetzt war das ein bisschen komisch. Ich war schlapp, habe mich wach. Vielleicht war der Fehler, dass ich mich wach gehalten habe bis um 10 und war dann ab 1.40 Uhr hellwach bis um 5 Uhr morgens. Und jetzt den ganzen Tag über so. Und jetzt hoffe ich, dass ich heute früh einpenne und morgen früh, sobald ich aufgestanden bin und geduscht habe, schmeiße ich den Stream an und dann können wir gerne den Tag miteinander verbringen. Ich habe morgen einiges zu tun, aber das könnt ihr auch alles mitkriegen. Das sind tolle Sachen, spannende Sachen irgendwie. Vielleicht interessiert das ja ein paar. Wir werden das Wochenende planen, wir werden die Arten Games weiter planen und so. Foto vom Päckchen. Kids haben sich gefreut, die Tasse wurde von den Jüngsten in Beschlag genommen. Hätte ich diese nicht. Ja, ist doch geil. Schön, dass die Sachen angekommen sind. Ich freue mich. Alle, die ihre Sachen noch nicht haben, seid nicht traurig. Ist alles auf dem Weg oder steht noch da? Das sind die letzten Sachen, die muss ich noch verpacken. Das machen wir auch morgen zusammen.
Ja, der Weihnachtsmarkt, es kann ja keine gemütliche Stimmung aufkommen, wenn es ist immer quasi ein Stand rausgenommen, mindestens, glaube ich. Ne? Ich ziehe morgen um. Oh, Lisa. Ich glaube, ob Schwurbler oder nicht, ob groß, klein, männlich, weiblich, transgender, dick, dünn, bärtig oder kahl. Keiner mag Umzüge, oder? Da sind wir uns alle einig. Und alle sind immer die Einzigen, die bei Umzügen helfen. Inklusive mir. Ne? Ich weiß, dass es bei mir stimmt, aber bei euch wahrscheinlich auch allen. Ne? Ist doch so. Ne? Und die anderen kommen dann alle immer nicht. Paddy, mach's gut. Schön, dass du da warst. Oder bist. Ne? Der Mittelaltermarkt war sehr gemütlich in Essen. Ja, das, ich habe mir nicht alles genau angeguckt. Der ist sonst an einer ganz anderen Stelle gewesen. Ich finde das aber gut, dass sie den da hingepackt haben. Wenn die das jetzt immer die Jahre machen, dann finde ich das total geil. Und Jeans übrigens, vielen Dank fürs Nachfragen heute. Oder das ist auch die Masche. Eckbert ist ein Lügner übrigens. Und Einhornkotze auch. Ihr seid Lügner. ja, Jeans, vielen Dank dafür, für die Auskunft. Ich habe noch ein paar andere Leute gefragt, falls du das gerade noch nicht mitbekommen hast. Die wissen auch nichts. Die wissen auch einfach nur, dass denen mitgeteilt worden ist, dass der Dienst eingestellt wird. Keine Ahnung. Was mich gewundert hat, ist, dass ein paar Influencer und Influencerinnen, die auch noch, nachdem ich nicht mehr mit denen zusammengearbeitet habe, eng mit denen zusammengearbeitet haben, ich habe nicht ein Bild mehr gefunden mit Influnate. Und vorher waren überall Bilder und die sind alle weg. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ich aber, wie gesagt, wir wissen nichts, also können wir auch nichts sagen. Ihr solltet aber an euer Geld kommen. Wenn ihr das nicht auszahlen könnt, dann lasst mich, also dann sagt auf jeden Fall ihr Bescheid. Meine Ma hat auch noch 20 Euro drauf. Die sollten auf jeden Fall wieder zurück zu ihr. Ich habe mal einen Umzug mit der Straßenbahn gemacht, hat nur eine Woche gedauert. Lila, das ist total lustig. Ich habe mal einen Umzug gemacht von einer Parterre-Wohnung zu einer anderen mit dem Bollerwagen. Eine Woche lang. Alleine fast. Wow. War das mies und beschissen, ey, sag ich dir. Aber egal. Das war ein gefühlt in einem anderen Leben. 7 Umzüge reichen in meinem Leben. Ach, Wempi. Ich habe 5 Jahre lang... Ich habe 3 Monate lang in einem Büro geschlafen, auf einer Luftmatratze. Das Büro hatte nicht mal eine Dusche, sondern ich konnte mich nur waschen. Und am Wochenende durfte ich zu einem nach Hause und durfte einmal duschen. Vielen Dank dafür. Ich hatte nur leider keine andere Möglichkeit. Das war meine erste Stelle, meine erste Anlaufstelle, nachdem mein bester Kumpel mich hat auf den Schulden sitzen lassen und ich musste irgendwas machen, um Geld zu verdienen und bin dann 5 Jahre lang überall, habe ich gepennt. In an den Hotelzimmern, die man sich vorstellen kann und nicht vorstellen kann. Und so und umgezogen bin ich schon so oft, glaube ich. Egal. Influnet hat Social Media wohl komplett gelöscht. Ist schon alles ein bisschen merkwürdig, oder? Jens, Jeans, sind wir uns einig, oder? Jens. Wobei man, wenn man so eine neue Wohnung, wenn man in so eine neue Wohnung kommt. Also ich kann euch nur sagen, für alle, die neu sind oder noch nicht so lange da sind, dass ich hier rein konnte, ist dem Glück geschuldet, dass mein Vermieter, der Björn, ein ganz feiner Kerl ist. Ja. Ich habe ja, die andere Wohnung ist mir unter dem Arsch weggeschimmelt, ne? Und ich habe dann einen Gutachter kommen lassen, der ist sogar der Chef der Gutachter vom TÜV Deutschland gewesen. Der hat das komplette Haus begutachtet und hat das als unzumutbar und unbewohnbar erklärt. Daraufhin habe ich die Miete eingestellt, das darf man dann. Nachdem ich vorher das schon angedroht hatte, 3 Monate lang und die Miete gekürzt habe. Du konntest, ich habe jeden Tag protokolliert und ein Video gemacht und man kann sehen, wie die Decke weiter verschimmelt von Tag zu Tag. Du konntest da drin nicht mehr, ich habe 95% aller Sachen, die ich besessen habe, einfach wegschmeißen lassen nachher, weil die halt komplett verschimmelt waren. Und wenn du kein gemachter Mann bist und dir nicht einfach ein neues Haus kaufen kannst und in Deutschland lebst und auf so asoziale Firmen, Vereine angewiesen bist, wie die Schufa und die ganzen anderen Pissköppe,
die auf dir rumtrampeln, denen alles egal ist, warum du wie wo gelandet bist und warum auch nicht. Und warum der Staat und andere Firmen da überhaupt einen Fick drauf geben, ist mir ein Rätsel. Aber so ist es nun mal in Deutschland. Dann durfte ich feststellen, ich habe mir 24 Wohnungen angeguckt und war bei 24 Wohnungen vor Ort und habe bei 24 Wohnungen, auch wo mehrere Leute waren, die Zusage bekommen. Weil ich bin halt ein netter Kerl, ich kann ein netter Kerl sein, sagen wir es mal so. Und das hier war die erste, die ich mir angeguckt habe. Und da war die Becky dabei. Und dann sagte man uns, sagte der Björn und so, ja, okay, alles klar, dann melden wir uns dann, ne? Da melden wir uns dann und, ne, alles gut. Und wir sind raus und wir dachten so, ach, das wird nichts, naja, mal gucken, ob er sich meldet. Bei den nächsten 23 Wohnungen habe ich überall eine Zusage bekommen. Überall. Ich hätte mir eine Wohnung aussuchen können. Und 23 Absagen, nachdem man, weil man muss dann meine Schufa überprüfen. Ich habe dann gesagt, Leute, ich kann die Kaution hinterlegen. Ich kann eine Miete oder zwei oder drei im Voraus bezahlen. Das ist zwar hart für mich, aber das kriege ich irgendwie hin. Zur Not hätte ich meine Mama gefragt, ob sie mir hilft. Das wäre mir egal gewesen, aber ich musste aus dieser Schimmelwohnung raus. Ne? Das ging nicht darum, dass ich Bock hatte, umzuziehen, sondern ich musste aus dieser Schimmelwohnung raus. Und ihr könnt gleich die ganzen Sachen, die ihr schreibt, einfach nochmal posten. Ne? Also ich bin da nicht so... also ich musste aus dieser Schimmelwohnung raus. Und das war hart. Und dann war ich echt verzweifelt, so mit Heulen und allem drum und dran und wusste nicht, was ich machen sollte, weil ich konnte nicht mehr in diese Wohnung. Ich habe dann ein paar Nächte bei der Feli geschlafen, habe mir ein Hotelzimmer da genommen, ein Hotelzimmer hier genommen, was natürlich ein Schweinegeld kostet. Aber du konntest da einfach nicht mehr rein. Also, es ging nicht. Nicht umsonst kommt der TÜV-Chef Deutschland persönlich und erklärt deine Wohnung für unbewohnbar, ja. Das Gutachten hat mich 800 Euro gekostet übrigens, nur mal so. Wie dem auch sei, habe ich dann beim Björn angerufen und habe gesagt, du, pass auf, nichts für ungut, aber es wäre toll, wenn er nochmal Bescheid sagt, falls er nochmal eine Wohnung frei hätte. Und daraufhin hat Björn gesagt, wieso, hä? Und ich, naja, wenn das mit der anderen jetzt nicht geklappt hat und so, ne, aber ich bräuchte wirklich eine, weil meine wäre halt verschimmelt und so und kacke und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und da sagt er, Olli, du hast doch die Wohnung gekriegt. Und ich, was? Und er, ja, klar, Mann, ich fand das total cool, du warst total cool, alles super. Und dann habe ich ihm gesagt, ich habe aber keine Schufa, damals hatte ich halt noch, ich meine, die Einträge sind immer noch da, aber sie sind erledigt. Damals waren nicht alle erledigt. Und dann sagte er, das ist mir total egal, ne? Und das war's. Dann habe ich die Wohnung hier gekriegt. Ja, so sieht's aus. Also ich kann nicht verstehen, wenn man Sicherheitszahlungen leisten kann. Eine Kaution sind ja meistens 3 Monatsmieten. Und ich weiß, dass ein Vermieter dich rausschmeißen lassen kann, wenn du 3 Monate deine Miete nicht bezahlst. Ich verstehe nicht, dass es rechtens ist, dass du, naja, ist auch egal. Vielleicht würde ich es nicht anders machen. Vielleicht würde ich es nicht anders machen, wenn ich Vermieter wäre. Ich will ja auch meine Sicherheit haben, aber ich weiß es nicht. Moin Miller. Ja, natürlich hat meine Mama mich aufgenommen. Ich würde sie auch aufnehmen, wenn es so weit kommen sollte irgendwie. Ja, schon komisch, vielleicht stimmten die Zahlen nicht oder irgendwas bei den Gründern passiert, keine Ahnung. Ja, ich finde das auch komisch. Also ich hatte ja bis Juni diesen Jahres sehr engen Kontakt. Nein, doch. Shayla, dankeschön! Papa, mich voll! 19 Monate am Abserbern, huhu, Olli. Dankeschön, Mann. Danke. Und habe ja auch sehr engen Kontakt zu ein, zwei Personen da gehabt. Und die haben mir erzählt, sie wären vorfinanziert bis 2023 und hätten da Fördergelder und hier und haben da Großes vor. Und dann haben sie die Show gesponsert, 6-stellig und hier und da und bla und so. Und deswegen, ich kann leider nicht alles erzählen, will ich auch gar nicht. Aber wir sind ja seit Mitte Juni nicht mehr mit denen verbandelt. Ne? Vielleicht kann ich das irgendwann erzählen, ich weiß es nicht. Vielleicht will ich es auch einfach irgendwann erzählen. Aber was jetzt los ist, weiß ich auch nicht. Ich hoffe nur, dass ihr alle euer Geld bekommt, denn also, das kann ja nicht sein. Ne?
Vermieter müssen auch Kredite zahlen, unter Umständen dann Probleme, wenn der Mieter nichts mehr zahlt. Richtig, Lars, verstehe ich vollkommen. Aber es kann ja nicht sein, dass du bekommst einfach keine Wohnung mehr. Das heißt, das Einzige, was du dann noch machen kannst, ist, du kannst zum Amt gehen und kannst eine Sozialwohnung anfragen. Das ist das Einzige, was dir noch bleibt. Nun könnte man natürlich sagen, ja, sei froh, dass du dann wenigstens noch die Chance auf eine Sozialwohnung hast. Richtig, man kann das so sehen. Auf der anderen Seite, ich meine, ich habe seitdem immer ein halbes Jahr im Voraus alles für das nächste halbe Jahr bezahlt. Das kann ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil es halt nicht so gut lief, beziehungsweise ich halt auch meine 3.100 Euro sind ja immer noch irgendwo im Steuerdings verschwunden. Ne? Musst du raus? Was? Nee, überhaupt nicht. Wieso? Auf gar keinen Fall. Aber ich finde das trotzdem schwierig, alle abzuverurteilen, die, ich rede von damals, als ich in diese Wohnung hier gekommen bin, dass ich die gekriegt habe, zum Glück. Ich finde es halt schwierig, bei mir im Haus wohnte jemand, okay, woher, ist ja scheißegal, moin Django übrigens, der hat keine Miete gezahlt, der Vermieter hat über ein Jahr gebraucht, bis der draußen war. Ja, das weiß ich nicht. Mein Vermieter ist Anwalt in einer riesen Anwaltskanzlei, der wird schon wissen, was er macht. Aber das verstehe ich auch nicht. Ne? Für mich ist das eigentlich ziemlich klar. Wenn ich 3 Monate lang keine Miete gezahlt habe, dann kann mein Mieter mich rausschmeißen. Nein, doch. Oh. Ne? Moin Bad Chris. Und mir Sugar, vielen Dank. Auch nicht immer pünktlich, Papa. Dankeschön, Mann. Dankeschön. Ich verstehe das nicht, warum man dann ein Jahr braucht, um die Leute rauszuschmeißen. Das verstehe ich nicht. Das macht für mich auch keinen Sinn. Ne? Da hast du recht. Wenn das so ist, ist das natürlich scheiße. Aber trotzdem, du kannst nicht generell alle abverurteilen, nur weil sie einen Schufa-Eintrag haben, der vielleicht sogar schon beendet ist. Halt. Die wissen gar nicht, die wissen ja gar nicht, warum, wieso, weshalb und so. Ne? Das ist halt alles ein bisschen schwierig, finde ich. Aber vielleicht weiß das einer von euch, warum das ein Jahr dauert. Ich habe keine Ahnung. Absolut nicht. Mir wurde damals auch meine ungewohnte Umgebung genommen durch meinen damaligen neuen Vermieter. Hat er dich dann wegen Eigenbedarf rausgeschmissen, oder was? Miller, ich bin der glücklichste Mensch hier auf diesem Planeten. Ich liebe dieses Studio. Ich finde das großartig, was mein Vermieter und ich hier oben zusammen vorhaben. Speedy, moin! Ja, ist kein Aufzug. Scheiß drauf, noch kriege ich das hin und meine Mama auch. Zum Glück. Ja. Lieber Bo, ich rufe dich übrigens morgen Vormittag, Mittag mal an. Und schön, dass du da bist. Enricola, moin. Gerade für meine Frau Boosterimpfung gebucht, ist erst am 13.01.22. Na, Hauptsache, sie ist. Mein Insolvenz, 3 Häuser, aber wenn die Bank Rate haben will, kann alles wackeln, obwohl man was hat. Oder so. Naja, auf jeden Fall bin ich, ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht gut, wenn Leute irgendwie, Eintrag, Schufa, du kriegst die Wohnung nicht. Kann doch auch einfach sein, dass du irgendeinen scheiß alten Handyvertrag, dann hast du das schon bezahlt, aber der Schufa-Eintrag ist immer noch da. Und das ist doch scheiße, oder? Also finde ich zumindest. Und wurde fristlos gekündigt. Und dann musstest du raus, oder? Wie kann es dann sein, dass jemand da noch ein Jahr drin wohnen bleibt? Wo ist der Sinn, der gesetzliche Sinn, zu sagen, ja nee, dann muss jetzt noch 9 Monate lang geklagt werden. Ne? Da müsste man einen Räumungsbefehl haben und dann holt man die Leute da raus und fertig. Ist ja nicht so, dass man nicht miteinander reden kann. Ne? Also ich kriege das ja mit, weil ich mich jetzt zum Beispiel auch, man kann doch Schufa-Einträge löschen lassen nach einer gewissen Zeit. Das ist richtig. Von 12... 14, von
16 Stück oder so habe ich es hingekriegt, 9 oder 10 gelöschen, also 7 oder 8, 7 sind erledigt, aber stehen da halt noch. Und die haben alle gesagt, nö. Da habe ich gesagt, Leute, ihr habt doch jetzt bezahlt. Löscht das doch einfach. Nö. Das heißt, ich kriege keine Kreditkarte irgendwie. Also eine richtige mit allem drum und dran. Nicht für die nächsten 3 Jahre. Und andere Sachen auch nicht. Ne? Ja, moin. Ja, richtig. Das ist auch ein Scheißthema. Ne? Also Snowfire, du kannst nicht einfach sagen, Entschuldigung, könnten Sie das bitte löschen. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es eine Farce, dass in einem Land wie Deutschland ein Verein oder mehrere Vereine ist nicht so einfach, weil Obdachlosigkeit besteht. Du meinst jetzt das von wegen hier Wohnung räumen und so, Bockwurst? Bockwurst spezial, geil. Wie bekommt man einen Schufa-Eintrag? Ich habe meine zum Beispiel bekommen durch die Bar. Ne? Wenn du, du hast eine Bar, unverschuldet musst du die Bar zumachen, weil die Decke gefährdet war zu brechen. Also die Decke ist schon gebrochen. Und dann habe ich mich 2 Jahre lang mit meinem Vermieter gestritten. Dann hat der... Ja, das hört sich immer so an, als würde ich mir das ausdenken, aber es ist nicht so. Dann gab es 4 Verhandlungstage. Die ersten beiden gingen ziemlich schnell, das war schon nach einem halben Jahr. Und beim dritten sollte der einzige Zeuge des Vermieters, ein Schwarzarbeiter, der deutschen Sprache nicht so richtig mächtig ist, der halt den ganzen Schaden verursacht hat, angehört werden. Und der hat sich halt der Aussage entzogen. Das hat 1 Jahr gedauert und bei der 4. Ladung haben sie ihn vorgeführt. Haben sie ihn gefunden und haben ihn vorgeführt. Dann hat er sich dahingestellt und hat 1/2 Stunde lang gelogen. Und zwar so gelogen, dass der Richter da saß und gesagt hat, also hören Sie mir gut zu. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll, aber Sie machen sich gerade strafbar. Das muss ich nochmal sacken lassen. Nächsten Termin gebe ich bekannt. Das war der 4. Verhandlungstag. Am 4. Verhandlungstag hätten unsere Zeugen und Sachdinger da ausgesagt. Und nach 6 Wochen habe ich meinen Anwalt angerufen und habe gefragt, ey, hör mal, wie sieht denn das aus? Was ist denn mit unserem Verhandlungstag? Ist da jetzt schon ein Datum? Und sagt er, ich frage mal nach. Dann hat er nachgefragt und dann hat man ihm nur mitgeteilt, wieso? Der Streit wäre doch beendet. Da sagte mein Anwalt, ach ja? Dann hat der Richter einen Fehler gemacht und hat nicht ein anderes Verfahren für beendet erklärt, sondern unser Verfahren fälschlicherweise für beendet erklärt. Und das ist im deutschen Rechtssystem nicht ganz so einfach. Jetzt könnte man ja sagen, ja, einfach einen Fehler gemacht, machen wir wieder auf. Nee, das geht nicht. Wenn ein Richter urteilt am Landesgericht, ne, das war schon das Landesgericht irgendwie, dass der Fall zu ist und der einen Partei Recht gibt, dann ist das nicht mehr so leicht. Einspruch kannst du nur einlegen gegen das, was vorgelegt worden ist. Da unsere Zeugen und Aussage Leute gar nicht vorgelegt haben, war das halt so. So, das Ganze ging um 89.500 Euro Schaden. Und ja, dann hat mein Anwalt gesagt, was ist jetzt hier los? Ne? Und dann haben die gesagt, ja, vom Landesgericht, das ist jetzt doof, ne? Wir kümmern uns drum. Und man sollte meinen, dass das Land Nordrhein-Westfalen versichert ist gegen sowas, wenn mal sowas passiert. Das wird ja nicht jeden Tag passieren, ne? Und dass sie sagen, wir haben Scheiße gebaut, hier, zahlt dann unsere Versicherung, fertig. Die haben meinem Anwalt und der Anwaltskanzlei von meinem Anwalt, und das ist eine sehr bekannte Anwaltskanzlei hier in Essen, ein 100-Seiten-Pamphlet geschickt, wo sie komplett alles auflisten, 99 Seiten lang, alles, also ist eigentlich logisch. Und auf der 100. Seite bezieht man sich nicht mehr auf sie so und so, sondern dann steht einfach nur sinngemäß übersetzt, ja, und Sie können sich ja versuchen, mit uns anzulegen, wenn Ihnen Ihr Name lieb ist, dann akzeptieren Sie einfach das Ergebnis und gut ist. Woraufhin ich da saß und gesagt habe, ja, dann gehen wir doch dagegen an. Und plötzlich war nicht mehr der alte Chefkoch der Anwaltskanzlei mein Anwalt, sondern nur noch eine Azubine sozusagen. Und die hat dann gesagt, ja, wir können hier nichts mehr für Sie tun. Und dann habe ich gesagt, nee, ich komme jetzt nochmal vorbei, das kann ja nicht sein. Und dann bin ich ausgerastet. Ich wusste überhaupt nicht, was ich jetzt machen sollte. Die wollten also ihren Namen nicht schlecht machen. Und zwar, weil
das Land Nordrhein-Westfalen meinem Anwalt gedroht hat, warum haben sie sich denn erst nach 7 Wochen gemeldet? Sie hätten sich viel eher melden müssen. Also trifft sie auch eine Teilschuld. Und da hatten die auch keinen Bock drauf. Also bin ich dann dahin und habe unerlaubterweise mein Handy angelassen, meine Kopfhörer, und habe das Gespräch aufgezeichnet und habe die Kopfhörer einfach so hängen lassen, damit ich als Beweis habe, was da abgeht. Habe ich da auf meinem Handy. Und da gibt die alles zu. Da sagt die, ja, wir haben auch, also man könnte uns vielleicht rankriegen, deswegen machen wir das nicht. Und aber, um unser Gesicht zu wahren, bieten wir ihnen jetzt an, für 12.500 Euro vertreten wir sie weiter. Haben sie 12.500 Euro? Dann habe ich gesagt, wollen sie mich verarschen? Sie wissen genau, dass ich keine 12.500 Euro habe. Dann hat sie gesagt, ich könnte gerne alle meine Unterlagen mitnehmen und einen anderen Anwalt anheuern. Oder das Ganze einfach akzeptieren und die 4.500 Euro, die ich dann zahlen musste, weil ich ja schuldig war dann, akzeptieren. Habe ich alles aufgenommen. Könnte ich euch vorspielen, darf ich aber nicht. Aber meine Ma hat es gehört. Es haben alle, also Leute, die ich kenne privat, haben es natürlich gehört, damit die wissen, dass ich nicht lüge, warum ich in dieser Situation stecke. Das war ganz schön hart. Ja, und es war ja so, dass ich das 50-50 mit einem meiner besten Freunde gemacht habe. Als das dann alles raus war, habe ich am, ich glaube, 28. Februar 2016 habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Alter, wir müssen 4.500 Euro Strafe zahlen. Wie sieht's aus? Sagt er, du, pass auf, ich bin im Urlaub, ich melde mich dann Anfang April. Das war das Letzte, was ich jemals von ihm gehört habe. Dankeschön. Ja, so sieht das aus. Erzähle ich eigentlich zu viel? Gehe ich euch gerade auf den Sack? Entschuldigung, gehe ich euch gerade auf den Sack? Ich suche noch eine Kanzlei, wie war denn der Name? Hau ab! Sera, hi. Zack, moin. Hazelnut, alles gut. Ihr müsst ja auch nicht immer Hallo sagen, ne? Ihr könnt auch direkt losbeleidigen, das ist schon in Ordnung. Ja, und dann stehst du halt dann da mit deinem kurzen Hemd. Und dann denkst du dir, anstatt 89.500 Euro Verdienstausfall, Schmerzensgeld und so weiter zu kriegen, musst du jetzt 4.500 Euro bezahlen, dein Kumpel lässt dich hängen, du stehst auch offiziell da drin, denkst dir, super. Woran ich nicht gedacht hatte in dem Moment, alle offenen Rechnungen, die auf Eis gelegen haben, weil halt nicht sicher war, wie der wieder, also wann, eigentlich war klar, dass wir gewinnen, es war einfach nur nicht sicher, wann das Ganze ausgeht. Alle offenen Rechnungen, auf einmal hast du halt keinen Bock mehr in deinen Briefkasten zu gucken, weil du jeden Tag 1-2 Briefe bekommst, von jedem Furz, Telefon, Strom, Getränkelieferant. Alles, dein Auto kannst du direkt abgeben. Kati, hi, und so weiter und so fort. Insgesamt waren das 16 Posten, glaube ich, 14 Posten, 16 Posten. Ich weiß es gar nicht mehr. Und natürlich stehen die alle dann bei mir in der Schufa. Ne? Ja, so sieht das aus. Schließ mal ab mit der Sache. Habe ich schon längst. Ne? Ich würde gerne mal, ich könnte, glaube ich, cool mal eine Geschichte schreiben irgendwie, so von meinem Leben ab dem Jahr 1998 irgendwie bis jetzt oder so. Jetzt habe ich gerade nebenan Geräusche gehört. Habt ihr das auch gehört? Das ist doch auch schon ein paar Jahre. Wie gesagt, ich habe 2016. Dann wusste ich nicht, was ich tun sollte. Und habe im Juni 2016, glaube ich, war es, saß ich zu Hause und wusste überhaupt nicht, was ich jetzt machen sollte. Irgendwie. Ich habe schon wieder überlegt, ob ich anfange, wieder Karten zu geben und so. Habe ich mal meinem Kumpel angerufen und habe ihn gefragt. Ich so, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich sitze hier dumm rum und hab Netflix durch, so ungefähr. Ich weiß nicht, was ich gucken soll. Der hat mir dann gesagt, guck doch mal Witcher 3. Woraufhin ich gesagt habe, ich kenne die ersten beiden Filme gar nicht. Dann hat er gelacht.
gesagt, das ist ein Spiel. Dann habe ich ihn ausgelacht, weil er weiß, was ich von Computern gehalten habe. Und dann habe ich angefangen zu wissen, was YouTube so richtig kann und was dadurch habe ich Twitch kennengelernt und habe gewusst, was man... Und dann habe ich mir einen Job besorgt auf der Gamescom 2016 und habe ganz viele Leute kennengelernt und mit denen geredet und meine Ideen erzählt. Die fanden das alles super. Hey JM, Dankeschön! Da immer diese Abo-Fallen. Hier nimmt man Geld. Ich brauche dieses verdammte Herz, Olli Marikble Haarherz. Es ist auch das schönste Herz auf Twitch, finde ich. Auf jeden Fall, Dankeschön. Dann habe ich einen Typen kennengelernt, der hat im kleinen Computerladen um die Ecke gearbeitet, ein super feiner Kerl. Das ist wieder so eine komische Geschichte. Dann sage ich zu ihm, du, ich habe eine Idee. Hier Twitch, da, hier, da, bla bla, und das könnte man machen. Er hat Ahnung von Computern, ich habe eine Idee. Und dann hat er mir den Computer zusammengestellt. Und ich hatte ihm auch den, also er war mit mir zusammen auf der Gamescom, ich hatte ihm zusammen mit uns beiden da einen Job besorgt. Danach hat er mir den Computer zusammengestellt im September 2016, Oktober. Und dann habe ich ihm gesagt, du, pass auf, es kann sein, dass ich ein Studio bekomme im Unperfekthaus. Und wir können dann da das machen, was wir wollen. Und dann hat er gesagt, ja cool, ich melde mich. Seitdem ist der Typ verschwunden. Weg. Weg. Aber ich kriege kein Geld von dem oder so. Der ist weg. Verschwunden. Einfach weg. Ich habe keine Ahnung. Warum? Keiner weiß es. Das habe ich nicht gekauft. Das hat jemand geairbrushed und mir geschenkt. Das Terrence-Bild. Hast du denn jetzt alles von den Hacken oder musst du immer noch abzahlen? Üble Nummer. Ragus, ich habe zum Glück ganz tolle Leute kennengelernt, die mir gesagt haben, nachdem die wussten, was so in meinem Leben abgelaufen ist, die mir gesagt haben, wir helfen dir. Und da konnte ich dann mit runterhandeln. Und ich kann euch sagen, das waren die beschissensten Monate meines Lebens, dieses Handeln. Die ganzen Posten erledigen und habe fast alles abgezahlt an diejenigen, die mir das Geld ausgelegt haben. Ja. Und ich bin da sehr froh drum. Hast du gestern Flix gesehen bei Knossi? Den Anfang habe ich gesehen, ja, habe ich gesehen. Ich würde das alles anders machen. Aber ich fand es cool, dass es das wieder gibt, das Format. Aber ich würde es trotzdem anders machen. Und ich habe gesehen, er war mit Knüppel im Heads-Up und hat Tupir gegen Straße verloren. Also das im Heads-Up ist natürlich auch so ein Ding, ne? Aber ich glaube, es war sehr cool, oder? Jetzt zähl mal bis 10. 1. Ich habe immer geschaut, dass die Richter einen guten Schiss gehabt hat. Dann ist das Urteil besser. Was? Ja, From My Cold Dead Hands, da hast du recht. Also mit dem Schiss, das verstehe ich nicht. Aber das ist halt auch so ein Ding. Man muss sich halt mal vorstellen, jeder kann einen Fehler machen, auch ein Richter. Aber dass man dann nicht dazu steht und auch der Anwalt kann einen Fehler machen. Ne? Und er hat zwar nur einen kleinen Fehler gemacht, weil er sich nicht eher da erkundigt hat, wie sieht's aus mit unserem Folgetermin. Aber im Endeffekt musste ich es ausbaden. Ne? Es ist halt, ich weiß halt nicht, wie es rechtlich ist. Ich hab das mündliche Geständnis der Anwältin. Dass sie Scheiße gebracht hat. Habe ich alles. Mich würde halt interessieren, ob ich im Nachgang, ohne dass ich Namen nenne, halt einfach das mal erzählen kann. Das ist ja wahr. Es ist ja nicht so, dass ich mir das ausdenke. Es ist ja wahr. Weißt du? Ne? Ab wann ging es denn bergauf mit anständigen, normalen Menschen kennenlernen? Noch gar nicht. Glaubst du, weil wir uns kennen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich habe ein paar Leute in meinem Leben, auf die gebe ich sehr viel. Ne? Björn und Jenny auf jeden Fall. Scotty. André. Becky. Ja, meine Marbrotten erwähne ich bei sowas gar nicht, das ist ja ganz klar, ne? Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich mit ganz vielen Leuten umgebe, weil ich eigentlich
wäre Corona nicht dazwischen gekommen und wir hätten die Arten Games 2020 machen können. Und moin Scotty. Und der ganze 5-Jahres-Plan von mir ist ja jetzt, ist ja alles nicht mehr so, wie es eigentlich geplant war. Ne? Und jetzt, wenn man jetzt ernsthaft sagt, also ja, natürlich, Felix und Kojak und die Bande, die da dranhängt, sind okay. Also es könnte besser sein. Scheiße, ich kann nicht ernst bleiben. Scheiße. Nein, aber also viele Leute sind es nicht, die sehr eng sind und sehr nah sind. Das ist natürlich auch mit Corona zusammen und so. Aber ich habe ja euch und ich würde mir so gerne bis 2025 für uns mit euch so eine richtig schöne Sache aufbauen. So eine Online-Offline-Sache, wo man sich einfach sau wohl fühlt. Wo man sich nicht über den Teppich gezogen fühlt, wo man froh ist, dass man ein Teil von sein kann, wo man sein kann, wer man will, wann man will, mit einer geilen Veranstaltung einmal im Jahr, wo man sich tierisch drauf freut, mit einem Anlaufplatz vielleicht, wenn man das hier im Haus entstehen lassen kann, vielleicht auch unten mit den Studios. Und ich würde gerne davon leben können, aber ich brauche nicht viel. Das ist das Schöne. Ich brauche nicht viel. Ne? Mit dem Streaming-Bus finde ich nach wie vor geil. Ja, aber den Bus gibt's ja nicht. Ne? Deswegen haben wir ja das Auto geholt. Und eigentlich könnten wir ja jetzt den kleinen Wohnwagen holen, wenn nicht die Steuersache passiert wäre. Aber das ist ja auch so ein Ding. Ne? Dann kann man auch das zu euch bringen. Das ist ja der Sinn der Sache. Und Scotty, ja. Richtig. Sitzt du noch im Unperfekthaus? Ich habe Discovery geguckt. Und ich kann nur sagen, ich weiß jetzt schon, dass es wieder ein paar Leute geben wird, die sich... Andy Anderson, Dankeschön für deinen Prime-Sub. Hallo und herzlich willkommen. Dankeschön. Vielen Dank. Hi. ich weiß jetzt schon, dass ganz viele Leute sagen werden, ach ja, und das ist... Ich liebe das, was sie da gerade machen. Ist so großartig. Und wenn du jetzt deinen Hintern hier rüberschiebst, bohre Fenster in die Enterprise F. Ja. Du kannst ja mal schreiben, irgendwie um 10. Wenn ich dann noch irgendwie unter den Lebenden weile, dann kommst du einfach rüber, dann gucke ich es mir auch gerne nochmal an. Ist geil. Ist wirklich, also ich liebe Discovery. Im Moment ist großartig. Andy Anderson, vielen Dank. Auf jeden Fall. Dein Wix-Bohrer ist abhanden gekommen. Das tut mir leid. Ja. Jetzt bin ich aber in Schwafeln gekommen gerade eben, wa? Discovery, Moment, das kommt doch nirgends. Doch, auf Pluto TV. Pluto TV, sogar umsonst. Kommt aber irgendwie, Nein, doch. Oh. Dampferle, vielen Dank auch für dein Prime-Sub. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das ist total nett von euch. Vielen Dank, ich weiß das echt zu schätzen. Ich habe vorhin, als ich meinen Rechner angeschmissen habe, einfach mal geschaut. Ganz, ganz viele hauen hier im Moment ihre Prime-Subs raus. Ich danke schön. Ohne Scheiß. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Schaffen wir heute die 166? Gewinnt heute einer ein 4-Kilo-Paket Haribo. Single, weiß ich. Mit Straße gegen Two-Pair. Aber Knüppel, wenn er jetzt hier wäre, würde wieder schreiben, wie ich nichts gewinnen kann. Ne? Freitag, Samstag und Sonntagabend, 21 Uhr. Immer nur live und mit Werbung. Dust, moin. Ja, komisch, ne? Aber das ist die einzige Lösung, bis nächstes Jahr Paramount Plus rauskommt irgendwie. Ja. So, jetzt habe ich aber genug geschlafen, oder? Diese ganzen scheiß Abos gehen mir richtig auf den Sack. Tut es das? Lieber Daddy, man muss sich ja immer... Also ich hatte bestimmt 1,5, 2 Jahre. Ich glaube, das Maximum, was ich hatte, war 27 Abos. 24 oder 27, ich weiß es gar nicht mehr. Und das geht einfach nicht. Ne? Das kann ich nicht machen. Also da kann ich gar nicht gegen... Und zu dem Zeitpunkt schon mal gar nicht gegen anstreamen. Und
Ja, danke, Bo. Immer die SCXX-Abos. Danke. 35 Monate ist auch geil, ne? Leck mich am Arsch. Und da muss man sich halt einfach entscheiden. Ich habe 5. Ich habe gesagt, irgendwann, es sind 5. Ich kann das nicht. Ich glaube, Walle hat 1, Densen hat 1, Felix hat 1. Dann gibt es noch ein nostalgisches bei jemandem. Und dann weiß ich gar nicht irgendwie. Und mein Prime-Sub natürlich auch. Krolko, dankeschön. Vielen Dank. Merci. Ne? Hier, Ausrufezeichen gönnen. Nur wenn es geht, vielen Dank. Dankeschön. Ups, ich wollte davor noch Hallo schreiben. Hallo. Daddyless, ich habe Amazon, Netflix, Disney, Waipu TV, was denn? Ach, die Abos meinst du? Ich wollte gerade sagen, keiner ist dir böse, wenn du dich auch für 3, 4, 5 oder so entscheidest und das ist eine, ist dann halt nicht hier, dann ist das schon in Ordnung. Ne? Man muss sich halt entscheiden. aber auch da, das ist auch schwierig. Ich habe mit jemandem Netflix, dafür hat jemand mit mir Disney Plus, wenn du weißt, was ich meine. Ja, Amazon habe ich, weil ich quasi für Amazon arbeite, ne? Also ich finde, man könnte uns Amazon Plus einfach auch so geben, wenn man nimmt uns ja auch 50% von unseren Einnahmen. Ne? Da könnte man uns schon, ne? Herr Thorsten Twitch, wie sieht's aus? Na? und alles andere hole ich mir monatlich dazu, wenn ich will. Irgendwie. Dankeschön! Vielen Dank für 100 Bits. Dankeschön. Aber ja, das kann ich verstehen. Wenn ich werde mir auch nicht Paramount Plus holen. Wenn, dann werde ich das wahrscheinlich so machen, dass ich mir das dann für einen einzigen Monat hole und dann binge ich halt alle Serien durch. Das wird mir auch zu viel. Aber ich sage euch jetzt schon, in 50 Jahren wird die Menschheit darüber reden, wie dämlich wir alle waren, dass wir alle zig Abos haben mussten. Da wird es wie alles sein, da wird das dann unter eine Cloud fallen. Und oh, der Bundeskanzler spricht. Oh. Kannst ja nachher mal erzählen, was er so sagt, der Herr Scholz. Dankeschön. Golko, vielen Dank für die Subs und vielen Dank für die 100 Bits. Also, und die anderen auch. Vielen, vielen Dank, Leute. Ja. Aber wie gesagt, wäre das alles nicht passiert, wäre ich jetzt nicht hier. Ne? Wenn irgendetwas anders gelaufen wäre, dann wäre ich jetzt nicht hier. Ne? Ich hätte schon oft in meinem Leben, ich habe schon oft in meinem Leben viele Sachen angefangen, die dann aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert haben. Und ich breche mich gar nicht von der Schuld frei bei sowas. Nein, doch. Dankeschön, Jeans. Ich spreche mich dann gar nicht frei. Aber wäre das alles nicht passiert, wäre ich jetzt auch nicht hier insofern. Und ich glaube ganz fest daran, dass das hier bis 2025, dass wir uns hier echt eine schöne Sache aufbauen können. Mit dem Channel, mit der Veranstaltung und so weiter und so fort. Ich glaube, das kann was werden. Es muss so laufen wie beim Hoschen. Dass der Hoschen seiner Community sagt, ey, sollen wir uns nicht auf der Art and Games treffen? Denn die Art and Games ist genau als das gedacht. Ein riesiges Community-Treffen von allen Communities, wo von uns quasi ein Rahmenprogramm geboten wird. Und wir zum Schluss abends alle zusammen feiern. So muss das laufen. Das hat der nämlich, genau. So, und das hat der Hoschen nämlich letztens morgens gesagt. Lass uns doch auf der Art and Games treffen irgendwie. Und genau so muss das sein. Ne? Dass die Leute sagen, ey Mann, das ist cool. Dass Streamer und Streamerinnen sagen, ey, die Art and Games ist doch super, wir müssen nichts machen, wir kommen einfach dahin, lasst uns alle da treffen. Da wird ein super geiles Rahmenprogramm geboten. Es ist aber nicht nur steril irgendwie 19 Messehallen und ne, man muss um 18 Uhr raus, sondern es ist halt ein Treffen. Moin Fleischhaufen. Hoschen ist eine Partysau. Woher weißt du das? Woher weißt du das? Hoschen, woher weiß er das? So, wir müssen heute aufmachen, die 9, ne? Ich wette, da ist ein kleines Tütchen drin, weil bis jetzt in dem ganzen Haribo-Kalender noch kein Tütchen drin war.
sehen und gesehen werden oder so. Naja, also ich würde furchtbar gerne ein Tütchen Haribo. Ich würde furchtbar gerne, wenn auf diesem Gebiet der Zeche Zollverein, und da ist in der Nähe eine Wiese, da könnte man vielleicht dann auch noch in den nächsten Jahren, nicht nächstes Jahr, aber übernächstes, überübernächstes Jahr, vielleicht zelten lassen und sowas halt, ne? Das darf doch ruhig ein Twitch-Community-Treffen werden. Von großen Streamern, kleinen Streamern und Streamerinnen, die halt einfach sagen, ey, komm, dann lass uns doch da treffen. Das darf sich ruhig einen Namen machen. Ne? Und da ist alles Mögliche. Von Musik über Entwicklern, über Cosplay, über alles Mögliche. Das darf ruhig sein. Ne? Ausrufezeichen 4 Kilogramm Haribo. Ja, dazu muss, ich weiß, ach, sind wir schon bei 166 oder was? Aber wie dem auch sei, wir haben die Bilder gesehen. Okay. Das wäre mein Ziel. Das fände ich geil. Ihr seid bescheuert. So. Ich fände es super, wenn sich die Leute freundschaftlich treffen, ohne Hate, Neid und Missgunst. Dafür ist ja da. Ne? Also, das ist keine Spielemesse und man darf da hinkommen, sondern das ist ein riesen Community-Treffen. Alle Communities können sich da treffen und sich auch untereinander austauschen, auch Streamer und Streamerinnen. Und wir bieten ein geiles Rahmenprogramm einfach. Und abends feiern wir zusammen. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Da geht keiner um 17, 18 Uhr nach Hause, es sei denn, er möchte. Blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. Vielen Dank für 11 Bits. Ragus liebt seine Püppi. Ragus liebt seine Püppi. Ja, das freut mich doch. So, dann haben wir noch den Kalender von Loot Chest. Da müssen wir jetzt nur mal die 9 finden. Da ist die 9. Ah, das ist wieder so ein Frist-Hand-Ding. Scheißen Dreck. Mach das doch mal mit der Schwerkraft. Machst du das normal, mach ich aus deinen Ohren Wäschetrockner. Na, was haben wir denn hier? Oh, oh geil, das hatten wir letztes Jahr schon da drin. Das finde ich total geil. Das ist super. Ich weiß nicht, ob das neue sind oder ob das die gleichen sind, aber Magnetset von Harry Potter finde ich total geil. Also, ich war noch nie auf einer Gamescom oder dergleichen, dann wäre den Arten Games zum Einstieg genau das Richtige. Big Grolko, es ist halt nicht, also, nicht, dass ich falsch verstanden werde. Ne? Also, ich sage nicht, dass ich eine Gamescom kacke finde oder irgendwelche anderen Messen oder so. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Es ist nur was ganz anderes. Erstens ist es viel kleiner. Also, wenn wir jetzt mal Corona außer Acht lassen, dann glaube ich, könnte man maximal insgesamt 2500 Tickets verkaufen. Und ich glaube, bei der Gamescom hast du 19 oder 20 Messehallen und jeden Tag kommen 500.000 Besucher. Ne? Dann hast du halt dieses sterile Messeding und dann kommt irgendwann die Durchsage um 17 oder 18 Uhr, Ladies and Gentlemen, wir bitten Sie einsam, damit wir saufen können an den Ständen, haut ab. Ne? Und darauf habe ich keinen Bock. Also erstens weiß ich, und so ist ja die Idee entstanden, dass ganz viele Leute halt gar keine Lust haben, unter so viele Leute zu gehen. Und ich kann euch sagen, ihr könnt euch das angucken, unter Zeche Zollverein Halle 12 gibt es einen 360-Grad-Rundgang. Das ist, ziemlich geil. Das kann da nur gemütlich werden.
Und ich habe auch gar kein Problem, wenn das irgendwie einigermaßen cool wird nächstes Jahr und man dann übernächstes Jahr vielleicht dann auch ohne Corona halt sagen kann, alles klar, es gibt 2000 Karten oder was weiß ich, dass die Leute sich, Grasheims hier, du hast fett geschrieben, dass die Leute sich halt warten. Also wenn dieses Jahr am 20.12. der Ticketshop neu aufmacht und die Seite online geht, dass die Leute darauf warten, um eine Karte zu kaufen, damit sie eine Karte kriegen. Das darf ruhig so sein. Das darf ruhig so sein. Ich suche, das wird gerade alles organisiert, ne? Fleischhaufen. Aber du kannst da gerne mit deiner Gitarre hinkommen und da spielen, wenn du willst, draußen oder so. Das juckt mich nicht. Aber das Musikprogramm für dieses Jahr, hoffe ich, steht. Aber es ist halt noch nicht sicher, deswegen kann ich es noch nicht sagen. Also das Schöne war genau das, was Jeans schreibt. Ihr werdet euch auch am 20. mal Bilder angucken können von der Arten Games 18 und 19. 18 waren wir 75 Leute und 18 waren wir 75 Leute, 19 waren wir 375 Leute. Gibt es da schon ein Datum? 10. bis 12. Juni. Das Schönste war, dass eigentlich durchgehend, obwohl das Programm gut besucht war und es sogar voll war oben im großen Saal, alle draußen saßen und miteinander geredet haben, sich kennengelernt haben und so. Das war toll. Ich bin die ganze Zeit rumgelaufen wie so ein Aufziehmännchen, weil ich mich um zigtausend Sachen gekümmert habe. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr anders wird. Ich will, dass es anders wird. Ich muss mir Leute ins Boot holen, die helfen und dann delegieren irgendwie. Mal gucken. Hi Luna. Und ich habe ganz viele Leute gefragt. Und alle haben gesagt, das ist total geil. Nur eine einzige Person nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, was findest du denn nicht gut? Und da kann ich halt nichts ändern. Die Person hat mir gesagt, ja, ich und meine Frau, wir mögen es nicht so, weil wir sind nicht so unter Leutegeher im richtigen Leben. Und es ist nicht so unser Ding, Leute anzusprechen. Und es ist auch immer komisch für uns, wenn wir angesprochen werden. Und deswegen ist das doof. Woraufhin ich gesagt habe, okay, da kann ich ja nichts gegen machen. Was soll ich dagegen machen? Habe ich ihn gefragt, warum bist du dann hier? Ja, sie wollten es halt mal versuchen. Also das finde ich jetzt nicht so schlecht. Fand ich jetzt nicht so kacke. Also wie gesagt, seht das einfach als eine Riesenparty. Ne? Tagsüber bis 18 Uhr oder so ist auf jeden Fall festes Programm. Da müsst ihr aber nicht. Ihr könnt einfach draußen sitzen und euch die Zeche angucken und mit den Leuten quatschen und so weiter und so fort. Ansonsten wird überall was geboten. Wir haben Autoren da, Zeichner da, Cosplayer da, Musik da. Und abends werden wir einfach zusammen feiern, beziehungsweise es gibt Live-Musik. Und das ist einfach eine schöne Sache. Ja, natürlich wird gestreamt, ne? Davon, ihr könnt alle streamen, bis die Leitungen glühen. Ne? Da bin ich auch dran, dass wir da irgendeinen Boost bekommen, weil wenn wirklich ein paar Leute kommen und alle streamen wollen, dann wird wohl die normale Leitung da nicht lang. Dekor, moin! Ne? Urlaub ist schon beantragt. Jawohl. Also 10. bis 12. Juni. Ansonsten ist es eigentlich immer geplant für die zweite Septemberwoche, das zweite Septemberwochenende. Also die Arten Games 23, 24 und 25 sind immer am zweiten Septemberwochenende. Ich hätte auf sowas mega Bock, einfach um mal anders zu sehen als Bayern-Dörfer. Ist doch super. Termin ist vollgemerkt, hört sich mega an. Das Datenschutzwohnzimmer, übrigens ein wunderschönen guten Tag, der ist am nächsten Mittwoch da. Und hat für teures Geld meine Dienste gekauft. Ich nehme, was nimmt man denn ein? Was nimmt denn so ein Handwerker die Stunde eigentlich? Ist irgendjemand von euch Handwerker? Panik. Ich habe mal einen gesehen. Was ist so der Stundensatz heutzutage von einem Handwerker? Ich weiß es nicht. 50 Euro. Mehr nicht? Hau ab!
Ich wette. Kommt drauf an, was der machen soll, plus Anfahrt. Kfz nehmen die über 80 Euro die Stunde. Also einigen wir uns auf einen Hundi. Also auf jeden Fall kommt das Datenschutzwohnzimmer am nächsten Mittwoch hier vorbei. Und ich weiß, dass ganz viele Leute von euch sowieso mal gefragt haben, was ist das hier überhaupt für ein Aufbau? Was hast du hier überhaupt für Sachen? Wie funktioniert das hier überhaupt? Denn ihr wisst ja alle, ich habe eigentlich keine Ahnung von sowas. Ne? Und Hoschen, würde bei mir nicht anders aussehen. Und ich werde den Stream anmachen und der Kollege kommt vorbei und möchte dann, weil er nämlich genauso da stand wie ich 2016, und dann werde ich ihm und euch zeigen, was hier wie wo ist und was, warum und sowieso und überhaupt. Also falls ihr neugierig seid, nächsten Mittwoch. Ich fand die Arten Games mega toll. Alle waren super, jeden Tag, auch besonders einfach. Richtig, das ist das Geile. Wie gesagt, ich hoffe, dass da ganz, ganz, ganz viele verschiedene Leute hinkommen. Könntest du die Arten Games auch nur mit den Tickets finanzieren oder ist dafür die Location zu groß und zu teuer? Twitcher Tinker. Nachdem die Stadt Essen uns zugesagt hat, dass sie, also ihr müsst euch das so vorstellen, die Zeche Zollverein ist ein UNESCO-Weltkulturerbe. Das ist also auch nicht einfach irgendeine dahingerotzte Halle, Turnhalle, aus Münster Kinderhaus, das ist ein Vorort, da bin ich groß geworden, die man mietet, um da halt die Leute reinzustecken und Kohle abzuzocken, sondern allein das Ding zu besuchen ist eine Fahrt wert. Ohne Scheiß, glaubt mir. Und da das ein UNESCO-Weltkulturerbe ist, dürfen die damit kein Geld verdienen, weil die halt finanziert werden. Und die Stadt Essen, weil es in dem Essener Gebiet ist, hat das Recht, ich glaube 50 Veranstaltungen im Jahr, 50 Veranstaltungen im Jahr zu subventionieren. Das heißt, die Kosten der Halle 12 und so weiter und so fort. Und das heißt nicht, dass wir das umsonst kriegen, sondern das ist immer noch ein fünfstelliger Betrag. Und sagen wir es mal so, wenn ein Wochenendticket, ich denke mir jetzt was aus, wenn ein Wochenendticket 50 Euro kostet, dann bräuchten wir sind 450 Leute, die ein Ticket kaufen, damit sich das dann ohne Sponsor finanzieren kann. Ich bin bereit, das Risiko einzugehen. Ich habe, es gibt ja vielleicht auch kleine Sponsoren, die halt einen Teil davon tragen und vielleicht auch, aber ich würde es furchtbar gerne hinkriegen, durch absolutes Vollgas geben, also ab jetzt noch, bis zum Ende des Jahres, im Januar und im Februar. Ich würde gerne 1000 Tickets verkaufen. Ich würde gerne 1000 Tickets verkaufen. Ist ja nicht so, dass ich mir das dann einsacke und nach Acapulco auswandere, sondern das wird ja alles reinvestiert. Ne? Und was man dann alles machen kann. Oh, Leute, was wir dann alles machen können. Ohne Scheiß. Also wenn dann was übrig bleibt, nach Steuern und allem drum und dran, wäre großartig. Es wird viel schief laufen im nächsten Jahr. Aber so ist das halt. Ihr kriegt das alles mit. Ne? Leute, die schon seit, wie der Bo zum Beispiel, der war ja bei der letzten Arten Games. Ey Bo, sag wie es war. Es war großartig. Leute wie ein Bo zum Beispiel haben das von 75 Leuten auf 375 auf über Corona und dann mitbekommen. Ne? Ja, ich hoffe das auch. Ich hoffe das auch. Vor allen Dingen, das müssen ja auch gar keine großen Superstreamer sein. Es können ja auch ganz viele Streamer sein, die 3 bis 30 Zuschauer haben. Ne?
Zwei VIP-Tickets mehr hast du schon verkauft. Super. Wie gesagt, ich weiß, dass man jetzt auf den Shop kommt, wenn man den sucht, aber der ist noch nicht fertig. Ja? Was willst du denn? Ja, und die VIP-Tickets finde ich total geil, weil wir, ich habe heute noch, ne, wie gesagt, Kontakt mit denen gehabt. Das VIP-Ticket ist eine Loot-Chest-Box. Ne? Also, ihr kauft ein VIP-Ticket und bekommt eine Loot-Chest-Box. Und ich verspreche euch, die wird richtig, richtig fett. Ich hoffe, da werden wir morgen auch zusammen anrufen, dass ich am 20.12., wenn wir das launchen, jetzt will ich gerade mal was gucken. Wie komme ich eigentlich immer auf den 20.12.? Warte mal eben. Wie komme ich auf den 20.12.? Das ist ein Montag eigentlich, ne? Doof. Egal. Genau, Big Rolko. Die letzte Art Games war mit dem Vlog von Quantum Place, ganz genau. Dann werde ich euch eine Beispielbox zeigen. Ne? Eine VIP-Beispielbox. Ich fand die Idee schöner als das, was wir vorher hatten. Und ihr wisst ja, was in so einer Box drin ist, wenn man dafür 20, 25 Euro bezahlt. Ne? Also könnt ihr euch ungefähr vorstellen, es geht natürlich nicht alles Geld in die Box. Wir brauchen das natürlich auch noch für andere Sachen. Aber ihr könnt euch vorstellen, was ihr dann für eine geile Box bekommt. Ne? Also, das wird schon geil. Glaubt mir. Glaubt mir. Und da wird auch eine Pommes nicht 8,50 Euro kosten und sowas. Ne? Das ist halt auch so ein Ding. Es wird schon cool. Also, wenn das klappt und wir eine Band bekommen, Wir bekommen eine Band, die ist zumindest, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ich kann noch nicht sagen, wer es ist, weil weil es ja noch nicht safe ist, aber die ist in Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall wohl so bekannt, dass allein die für 500 bis 1000 Zuschauer sorgen. Und deswegen gibt es auch nur für den Samstag ein Extra-Ticket und im Wochenend-Ticket und im VIP-Ticket ist natürlich das Konzert mit drin, ne? Das ist ganz klar. Aber es wird kein Freitag-Ticket geben oder kein Sonntag-Ticket oder so. Es gibt ein Wochenend-Ticket und ein Musik-Ticket sozusagen. Also wartet's mal ab. Warum ist das so? Weil das erste Mal so ist und ich ansonsten geht es zu sehr durcheinander. Und ich könnte mir denken, dass die Stadt Essen sagt, pass auf, das sind die und die Quadratmeter. Stand jetzt gerade eben, wenn du was bekannt geben musst, mehr als 500 Leute ist nicht. Ne? Weil ist ja auch draußen und so. Und dann gibt es halt nur 500 Tickets. Ne? Und von den 500 Tickets sind ja Leute dabei wie Jeans zum Beispiel, die schon ein Ticket vor 2 Jahren gekauft haben. aber es sind gar nicht mehr so viele. Ich habe so viel Geld zurückgezahlt. Ich glaube, es sind nicht mal mehr 50, 30. Also sagen wir mal, es sind noch 470 Tickets. Ne? Ich kann euch nur sagen, ich werde eine Karte drucken lassen, ich werde ein Bändchen drucken lassen. VIPs bekommen ein extra VIP-T-Shirt, das wird da drin sein in der Box. Das kriegen nur VIPs. Und ihr bekommt eine zusammengestellte Überraschungsbox von Loot Chest. Und das alleine zu haben, glaube ich, ist epic. Es lohnt sich jeder Cent dafür. Streamst du morgen eher früh oder nachmittags? Lieber Vox, ich werde mich da hinlegen heute gleich. Lars, mach's gut. Ich wollte gleich auslosen. Ich werde auf jeden Fall ausschlafen, weil ich nicht weiß, wie ich heute Nacht penne. Wenn ich heute Nacht wieder bis 5 Uhr wach liege, dann werde ich nicht morgen früh um 7 Uhr anfangen. Sollte ich aber zum Beispiel um 21 Uhr einpennen und um 5 Uhr aufstehen, kann es auch sein, dass ich um 5 Uhr anfange. Hast du die Box und das Ticket schon? Also weißt du, wo drucken bzw. produzieren lässt? Nein, Kathi. Wenn du mir da ein Angebot machen willst, kannst du das gerne machen. Sind die VIP-Tickets plus 1? Nein. Aber wie gesagt, wann ist denn der Shop am 20.?
Am 20. Ne? Am 20. Am 20. ist der Shop aktualisiert. Nächste Woche, am Dienstag, treffe ich mich mit André und dann machen wir alle schon mal vorläufig fertig. Die VIP-Tickets können halt auch noch ein paar andere Sachen, ne? Also, aber das wartet es einfach ab am 20. Ja, klar, Fleischhaufen. Kannst ja mal fragen, ob es funktioniert. Lustigerweise waren das ja meine Gedanken, ne? Dass, ne? Wie viele Karten planst du zu verkaufen? Naja, ich hoffe, ich wollte da ein Ticket reintun für die Stadt Essen und so, und dann habe ich mir gedacht, das ist alles Quatsch. Ihr sollt überrascht werden. Das soll was sein, was es so noch nicht gibt, ne? Forever be nice, hi. Wie viele Karten planst du zu verkaufen? Naja, wir haben 2019 375 Karten verkauft. Und waren fast ausverkauft. Ich weiß ja nicht, ob wir limitiert werden. Ne? Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die Stadt Essen erstmal sagt, mehr als 500 Leute ist nicht. Ja, schreib mir einfach, genau, Kathi. Schreib mir einfach, super. Es ist halt ein VIP-Ticket, Leute. Aber sagen wir mal, es bleibt bei 100 Euro. Ich stecke mir die 100 Euro nicht ein, ne? Da ist das Geld drin für die Band. Da ist das Geld drin, was wir brauchen, um das Ganze zu finanzieren. Und der Rest geht an euch zurück. Also, ne? Alles extra Sachen, die extra gedruckt werden, die extra für euch da zusammengesucht werden. Ne? Ich habe gesagt, ich möchte eine Tasse, ich möchte ein Kissen, ich möchte eine Decke und so weiter und so fort, ne? Aber wer weiß, vielleicht bleibt es ja auch nicht bei 99. Vielleicht machen wir es ja auch für 77 oder so. Ich muss mal gucken. Aber nein, das ist nicht für zwei. Aber ich weiß, das ist teuer. Es ist ein VIP-Ticket. Leute, wenn ihr für eine Band ein VIP-Ticket kauft, zahlt ihr 2500 Euro. Es soll ja was Besonderes sein, ne? Musst du dann bei der Anzahl von Gästen auch schon sowas wie besondere Anforderungen für Brandbestimmungen erfüllen? Lila, das ist ja eine, also die Halle 12 und die ganze Anlage ist ja abgenommen. Ne? Das entspricht ja sämtlichen Sicherheitsstandards. Wir mieten das ja nur. Ne? Sozusagen. Das Gebiet draußen und die Halle 12. Ne? Also da musst du dir keine Sachen. Da musst du nicht. Ich habe schon nicht mehr gesagt, brauchst du dann keine Ahnung. Karten, Flyer, Bändchen, Druckerei, Preisverleihung, wenn das passt, musst du dich nur entscheiden, konzentrieren. Ja, super geil. Bo. Ich rufe dich morgen auf jeden Fall an. Wahrscheinlich im Stream, wenn du Bock drauf hast und wenn du nicht rangehst. Ne? Braucht ihr einen Sicherheitsdienst? Wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich schon. Denn es soll eigentlich so sein, dass die Sachen, die draußen aufgebaut sind, für alle zugänglich sind. Aber mal gucken. Und da musst du natürlich nachts jemand gucken, dass alles in Ordnung ist. Lila, ist doch super. Yoshi, geil! Ja, super. Ja, aber Lila, also zum Beispiel, wenn ihr irgendwie Kontakte habt zur Polizei, zur Feuerwehr, zu Pflegern, also Krankenhäusern oder sowas, ich möchte auf jeden Fall ein Zelt von den dreien haben, die sich vorstellen, wenn sie Lust haben. Das möchte ich auf jeden Fall. Also das war der Plan von vornherein. Ne? Wie gesagt, ich werde euch ganz viel am 20. erzählen. Warum ist es eigentlich der 20.? Am Montag. Montag ist der bescheuerte. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Habe ich mich verguckt? Montag ist eigentlich immer der Tag, an dem frei ist. Was habe ich denn geguckt? Bin ich doof? Ich habe November geguckt. Ich habe damals, als ich das festgelegt habe, im November geguckt, denn der Samstag ist der 20. November. Scheißendreck. Vielleicht machen wir es am 19. Naja, mal gucken. Ich habe das jetzt so oft gesagt, ist auch doof, ne? Scheiße. Kann Brandschutz und Deutsches Rotes Kreuz. Super, Lila. Schreib mir das, auf jeden Fall. Soll meine Freundin fragen, ob sie da ein paar an Games-Tattoo sticht? Lieber Fleischhaufen, sehr gerne. Hier in Düsseldorf. In Essen ist die Tätowiererin vom Densen. Die würde ich nämlich auch anrufen und fragen, ob sie mal Bock hat auf ein Interview im Auto.
und also auf den Stream und ob sie da vielleicht tätowieren möchte. Ne? Aber sehr gerne. Also ja, ich habe auch nichts gegen zwei Tätowiererinnen. Absolut nicht. Morgen werden wir auch mal das Mädel anrufen, von der ich mir erhoffe, dass sie mithilft beim Cosplay. Von der Frau Fuchs ganz zu schweigen, falls sie zuschaut. Die würde ich auch gerne irgendwie mit ins Boot holen. Denn mir ist ganz wichtig, den Leuten, die da Ahnung von haben, dass die sagen, wir brauchen das und das. Und ich denen nicht sage, ihr habt das und das. Und dann sind die alle unzufrieden und so. Ne? Ich glaube, die beiden kennen sich sogar. Das wäre doch super. Ja, also das sind auf jeden Fall alles Sachen, das wird da halt alles passieren. Ne? Meine Hunde können nichts sehen, aber gut aus. Hilft das weiter? Attacke. Also wir waren, das Datenschutzwohnzimmer und ich, wir waren auf einer Veranstaltung und da waren auch ganz viele Leute irgendwie, die gerne alle mit ins Boot geholt werden können. Ne? Also wollte ich nur nochmal sagen. Da kann man sich prima für einen kleinen Obolus platzieren und Werbung machen für sich. Ja, es wird auf jeden Fall halt auch in die weite Welt rausgetragen. Es soll jeder streamen können, wie er will, ne? Da vor Ort. Habe ich nichts gegen. Nur aus dem großen Saal ist mein Channel. Ansonsten ist mir alles egal. Ja, aber so soll das halt sein. Ne? Der Thorsten, der macht die Gastro. Und das ist der Kneipier von der zweitältesten Kneipe. Und ich liebe diese Kneipe. Ich habe ihn letztens mal gefragt, ob ich vorbeikommen soll und wir da mal raus streamen. Haben wir auch schon mal, da waren wir auch schon mal. Und der kennt halt ganz viele Leute und da können wir das auch dann... Das wird auch cool, glaubt mir. Mir ist es halt wichtig, dass wir was Besonderes schaffen einfach. Ja, dass wir für uns, dass wir etwas für uns organisieren. Wo alle Bock haben einfach. Und dass da ganz viel im ersten Jahr schief gehen wird, ist auch klar. Aber dass es einfach um uns geht. Ja, und nicht um... Und alles andere ist ein geiler Rahmen. Ey, ein super geiles Rahmenprogramm mit Mucke, mit coolen Leuten, mit Spieleherstellern, mit Jenny und Björn werden ein, zwei Vorträge halten. Super geil. Aber im Grunde genommen geht es um uns. Dass wir uns kennenlernen, Spaß haben. Und du hast halt Rahmenprogramm. Du hast da Mucke, du hast da Tattoo, du kannst dir das da angucken. Du kannst dir die ganze Zeche angucken. Ne? Ab Freitagnachmittag, so sagen wir mal 1, 2 Uhr, bis Sonntag auch nicht zu lange, dass man entspannt am Sonntag noch nach Hause fahren kann. Dann sagen wir mal bis Sonntag 2 Uhr. Von Freitag 2 Uhr bis Sonntag 2 Uhr ist doch eine schöne Sache. Und ich sage euch eins, wenn gutes Wetter ist und wir am Sonntagmorgen eine Messe feiern mit dem Kirchendude, ja, jetzt bist du bescheuert, guckt euch an, ne? Zwei Bärte für ein Halleluja auf YouTube mit dem Hanno und guckt euch die Messe an, die müsste auch online sein, von der Arten Games 2019, geil. Und ich bin nicht getauft. Und der Saal war voll. Das ist geil. Ja, und ich weiß, dass das viel ist und so. Aber ich hab da Bock drauf. Ist ja jetzt auch nichts Verkehrtes irgendwie. Ich bin ja auch ehrlich. Wenn man dafür sorgen kann bis 2025, dass man eine Sache dort etabliert, wo sich alle drauf freuen und das Ding, die nur darauf warten, eine Karte drauf zu kaufen, weil es halt was Besonderes ist, in einer besonderen Location, und da bleibt Geld übrig und ich kann davon leben. Oh mein Gott, wie furchtbar. Ich arbeite, um Geld zu verdienen. Und ich mache dann auch noch was mir Spaß macht. Und dann hast halt Twitch mit allem, was zusammenhängt. Die Art Games mit allem, was zusammenhängt. Und davon kannst du dich bezahlen. Und das ist super. Hast keine Sorgen mehr. Kannst das noch besser organisieren. Kannst noch mehr für euch machen. Finde ich, ist alles ein Win-Win. Ja, Luna, solltest du auch sein. Das ist auch geil. Also, es gibt zum Beispiel eine Zeichen- oder Malerin-Ecke
Straße, was weiß ich, wie man es nennen soll. Da sind 1, 2, 3 Leute dabei, 4 bis jetzt. Du bist eine davon, wenn du möchtest. Dann haben wir 3, 4 Autoren, Autorinnen. Also das gibt's auch alles, ne? Wir haben bestimmt auch 2, 3 Leute, die Sachen, Klamotten selber machen und so, ne? Falls Corona bestimmt ist, verlangen Hilfe für Kollegen, habt. Ja, super. Perfekt. Einer und Kotze ist wieder zu Hause. Können wir jetzt Schluss machen, Leute? Zu Ende, beziehungsweise wie lange am Samstagabend? Naja, also... Wenn alles so läuft, wie es ist, dann ist das Programm am Samstag beendet um 17, 18 Uhr. Dann wird 2 Stunden aufgebaut. Dann gibt es eine Vorband und dann gibt es eine Hauptband. Und dann schätze ich mal, ist das ganze Konzert vorbei um 12, 1 Uhr. Dann können wir aber noch ein bisschen Mucke machen. Und können mit Sicherheit auch noch draußen, da ist ja nichts drumherum, halt trinken und quatschen und so. Wenn einer nach Hause gehen will, kann er nach Hause gehen. Er muss es ja nicht mitmachen, ne? Freitagabend machen wir Karaoke-Party. Und jeder muss singen. Nein, natürlich muss niemand singen. Aber das ist total geil. Wir haben 2018, hatten wir nur 75 Leute und hatten aber den großen Saal. Und der Björn Pankratz von Piranha Bytes hat halt die Idee gehabt, machen wir eine Karaoke-Party. Und hatten einen Karaoke-DJ. Und wir haben dann da mit ein paar Leutchen angefangen und fanden das total lustig. Und Caliban, ja, das kann sogar sein. Kennst du die Band? Sag jetzt nichts Falsches. Nein, ich weiß nicht, ob das Caliban ist. Müssen wir mal schauen. Wenn, dann dürfte ich es nicht sagen. Aber wenn ja, kennst du dir, da ist da nicht der. Mach mal gucken. Ne? Oh, kennt ihr? Ja, also wenn sie es ist, wäre es nicht so schlimm, oder? Also nicht persönlich, aber ich habe mich schon auf einigen Konzerten von ihnen mit ein paar Leuten geprügelt. Das ist ja schön. Würdest du das dann da nicht tun? Sonst muss ich dich rauswerfen. Flieg doch einfach, Big Grolko. Aber liebevoll mit okay. Denk mal, ich bin der Türsteher. Yoshi! Ja, Sonderschule ist es auf jeden Fall nicht. Ja, also auf jeden Fall, Freitagabend ist dann Party und Karaoke-Party. Nur die Leute, die das möchten, können das tun. Und glaubt mir, das ist einfach saulustig. Aber glaubt mir auch, die meisten Leute werden auch draußen sitzen. Das ist ja auch ein riesiges Gebiet da. Ich kann euch einen sagen. Wenn die mir sagen, du kannst 500 Tickets verkaufen und wir verkaufen 500 Tickets, dann ist das da immer noch so riesig, dass das da ganz schön verloren werden wird teilweise. Also die Halle mit 500 Leuten ist zwei Drittel voll, würde ich sagen. Man muss sich überlegen, da können 800 Leute sitzen drin in dem großen Saal. Ne? Ja. Aber wenn die sagen, verkauf einfach Tickets und wir gucken dann mal, wie viel es wird. Ich fände es geil, wenn wir das halt so richtig schön publik machen und halt auch bei Streamern und Streamerinnen publik machen und die das auch ihren Communities weitergeben, dass da 1000 Leute hinkommen. Das fände ich schon geil. Weil es halt was anderes ist einfach, ne? Oschen, ja, klar, also ab dem 20. auf jeden Fall. Ab dem 20. wird da auch ein Pamphlet stehen, ne? Für Leute, die das halt einfach vorlesen wollen, was es geht. Alles das, was ich gerade erzählt habe, wird dann da stehen, auf der Frontpage. Ich werde irgendwann die nächste Woche mich hinsetzen und alles Mögliche tippen müssen, ne? Die ganze Homepage da einrichten müssen und so. Der nächste Schritt ist nochmal, alle Leute anzurufen und zu sagen, okay, Flughafen Düsseldorf ist Big Grolko übrigens eine Viertelstunde mit der Bahn vom Hauptbahnhof.
Und vom Hauptbahnhof bis hierher zum Beispiel sind es 5 Minuten zu Fuß. Ja, ich hoffe, dass das dann halt alle einfach sagen. Und die nützen das alle als Community-Treffen halt, ne? So sieht's aus. Ist das eine furchtbare Musik? Ich muss das ausmachen. Gebt mir das auf den Sack. Ja, ist doch super. Also, ihr würdet euch wundern, ne? Flüge, wenn man die früh bucht, kosten manchmal nur 29 Euro. Wundert euch da nicht, das ist wirklich so. Früh buchen und dann Attacke. Wir haben auch da vorne bei Feli das komplette Haus. Da sind ein paar Zimmer belegt, aber viele wollten auch ihr Geld wieder haben. Aber da kriegen wir auch günstig Zimmer und ich werde noch ein anderes Hotel fragen, ob die uns einen günstigen Kurs machen können für das Wochenende. Dass ihr da billig buchen könnt einfach. Naja, also auf jeden Fall, ich finde das schön, dass euch das so zu interessieren scheint. Dann können wir das ja doch ausprobieren, ne? Mit, dass ich streame, während ich organisiere. Da kann es dann halt sein, dass ihr häufiger mal Musik bekommt, weil ich telefonieren muss. Aber dann ist es ja doch nicht so schlimm irgendwie. München, Düsseldorf, Big Grolko ist sogar das teuerste, glaube ich. Ich glaube, da ist das beste Angebot 39,90 pro Flug. Ansonsten ist alles sogar 29,90 oder mal 19,90 €. Aber irgendwie München, Düsseldorf ist irgendwie München halt. Ne? Naja, Fleischhaufen. Wenn wir bis zum, was weiß ich, wenn wir nur 100 Tickets verkaufen, dann da dumm rumstehen und alle Sponsoren vorher abspringen und ich dann mein letztes Geld dafür hinlegen muss und danach pleite bin, kann auch noch andersrum laufen. Ne? Hab gerade gesehen, 71 Euro für hin und zurück, machen. Ne? Aber ich kann dann wenigstens sagen, ich hab's versucht. Was soll's? Und dann bin immer noch ich der pleite ist und nicht ihr. Was soll's? Naja, also ich kann bis 90 Tage vorher kostenlos stornieren. Alles. Das heißt, man müsste bis 90 Tage vorher schon ein bestimmtes Ziel erreicht haben irgendwie. Also sagen wir mal, Quatsch dann notfalls absagen. Ja, es wäre so schade. Es wäre so einfach so dämlich. Wir kriegen ein Welt-UNESCO-Kulturerbe. Sogar gesponsert, weil die das so geil finden vom Kulturamt der Stadt Essen. Und haben die Möglichkeit, da was Einzigartiges auf die Beine zu stellen. Es wäre so schade. Also, aber ich glaube, man muss sich halt einfach eine Grenze setzen. Und man muss halt einfach sagen, wenn, sagen wir mal, bis 100 Tagen vorher oder 90, also 95 Tage vorher, nicht mindestens 350 Tickets verkauft sind, dann kann ich es nicht machen, weil ich mich dann nicht darauf versichern kann. Corona wird uns noch Jahre verfolgen. Masthähnchen XXL. Was hat das jetzt dann damit zu tun? Wann genau soll das denn stattfinden? 10. bis 12. Juni. Werbung ist alles. Gesundheitsmanager? Ja, Werbung ist alles. Das ist richtig. Und da brauche ich halt auch Hilfe. Meine einzige Werbung ist ja, die ganzen Streamer und Streamerinnen, ne? Dass die sagen, hey, ich bin da, kommt ihr auch und so, ne? Felix ist da, Knüppel ist da, Mark Gork ist da, allein die Pokerabteilung. Oh, wie geil. Ich habe jetzt gerade 350 Tickets einfach nur so gesagt. Es können auch 100 weniger sein, können auch 100 mehr sein. Wird dort gepokert, aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ja, also Twitcher Tinker, das ist ja so, das wäre das Minimum, ne? Es sollte schon ein bisschen mehr sein, das wäre schon schön. Aber ich glaube da auch dran. Ich werde alle ganz aktiv angehen, Walle. Ich will auf jeden Fall, dass der Kiez da ist. Und der Kiez muss da hinkommen. Ich will den Kiez da haben. Ich will Walle am Start haben. Densen auf jeden Fall. Die Indie-Strolche auf jeden Fall. Es gibt so viele Streamer und Streamerinnen, auf die ich Bock habe. Die beiden Fabis. Oh. Ehrensachert hätte gesagt, wenn das jetzt dieses Jahr stattgefunden hätte, er hält sogar einen Vortrag. Oh, hätte ich da Bock drauf, ne? Aber er hat schon gesagt, er weiß nicht, ob er es nächstes Jahr schafft, weil er im Urlaub ist. Das ist natürlich völlig okay. Es gibt so viele Streamer und Streamerinnen, auf die ich Bock hätte, die einfach dann da hinkommen mit ihrer Community. Die müssen nichts machen. Die müssen einfach nur da sein und das Ganze auch genießen irgendwie. Wenn sie Lust haben, irgendwie was mitzumachen, können sie es ja machen, ne? Bis auf natürlich Wild unterwegs. Wer hat schon Bock auf Wild unterwegs live, ne? Kein Schwein. Ja, und also, ich hoffe, dass es für nächstes Jahr auch zählt. Dann sind Felix und Knüppel und Mark Gorg auch da und dann gibt es eine richtig schöne Poker-Ecke. Nein, ja. Doch. Oh. Herr Doktor. Between the velvet leaves punkt das etwas that's hard as steel punkt division never dies. Life's a never ending duel. Holy Diver, you're the star of the masquerade. No need to look so afraid. Holy Diver. Herr Doktor, es ist mir eine Ehre. Herr Doktor wird mit deren Brauzeugen bei mir auf dem Balkon schlafen. Das ist auch lustig. Das ist auch schon so lange her, dass wir das erzählt haben. Aber das wird so geil. So lustig und bescheuert, ohne Scheiß. Scotty, wenn du jetzt einpackst, dann komm rüber. Dann trinken wir noch ein paar Bier und dann gucken wir gleich Discovery. Hä? Wenn du Bock hast. Urgent Noob time fuck Mal 50 euros Oren and Denzaun, da ein Kii. Smile 50 euros. Froje Weihnachten. Vielen Dank. Ich habe hier gar keine Anzeige über irgendwas. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Mach doch nichts, Scotty. Alles gut. Alles gut. Als ob ich jetzt ganz schnell Schluss mache und dann ins Bett gehe, um dich zu ärgern oder was. Bier habe ich da. Bock habe ich auch. Dann gucken wir. Ich habe es schon gesehen dann, ne? Aber ich guck's gerne mit dir nochmal zusammen. Ich fand es eine ganz tolle Folge. Ich bin gespannt, was du sagst. Aber, also. Für alle Leute, die Follower sind auf diesem Channel, 18 Jahre und älter sind, oder älter sind, ne? Für alle Leute, die anerkennen, dass der Rechtsweg ausgeschlossen ist und die dazu bereit sind, nachher im Discord mir die Vorderseite und Rückseite ihres Personalausweises zu schicken. Warum? Nicht, weil ich heimlich Daten sammle. Ihr könnt euer Gesicht wegmachen. Ihr könnt die Personalausweisnummer wegmachen. Aber dieser Channel ist ab 18. Und wenn mir irgendjemand mal irgendwann irgendjemanden auf den Hals setzt, von wegen so, hier, der macht da illegale Scheiße, der sagt, es ist ab 18, aber schickt einfach irgendwelche Sachen aus an 13-Jährige, dann muss ich nachweisen können, nee, das stimmt nicht. Nur dafür ist es. Heute geht es um diese drei Sachen. Ach komm, ey. Und zur Feier des Tages darf sich derjenige noch eine Tasse aussuchen. Ich mache euch mal ein Ausrufezeichen fertig. Wer auch immer das gerade war mit den 50 Euro, vielen Dank, ey, ohne Scheiß. Vielen, vielen Dank. Was nehmen wir denn mal für ein Ausrufezeichen? Also, ich sage es zu oft, tut es nicht, wenn ihr nicht könnt. Wenn ihr könnt, dann gönnt. Was ist denn das für ein geiler Satz? Was nehmen wir denn für ein Ausrufezeichen? We'll be right back.
nehme das. Ausrufezeichen Elfengruß. Ausrufezeichen Elfengruß. Und natürlich sehe ich gerade. Wenn wir das heute noch schaffen. Wenn wir das heute noch schaffen. Das ist übrigens ein ekelhafter Ohrwurm. Wenn wir das heute noch schaffen, gibt es für einen von euch noch ein 4 Kilogramm Paket Haribo extra. Nur heute noch. Dosenbier saufen. Yeah! Also, ihr kennt die Teilnahmebedingungen. Apophis, hi! Ihr kennt die Teilnahmebedingungen. Elfengruß, 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 Elfengruß. Hier, da sind wir. Ich zeige euch noch mal eben kurz die Tassen, von denen ihr euch eine aussuchen könnt. Dann natürlich, wir haben noch eine Deadpool-Tasse. Das ist gerade Werbung, ne? Naja, hervorragend, oder? Nein, doch. Oh. Nein, doch. Oh, Apophis, dankeschön! Immer weiter so. Dankeschön, 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 Dankeschön. Was ist eigentlich, wenn man während der Werbepause subscribed? Hört die Werbung dann auf? Man weiß es nicht. Ja, jetzt sind es nur noch 19. Schaffen wir das heute noch? Dann geht noch ein 4 Kilo Paket Haribo an jemanden raus. Das ist dieses hier. Ansonsten, was ist eigentlich, wenn man bei Olli reinschaut und eigentlich nur Moin sagen will? Dann macht man genau das, was Manasch macht. Ne? Es gibt doch sogar ein... Bo! Manasch, du hast doch auch noch dein eigenes... Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller! Irre! Moin Manasch. Manasch hat eins der schönsten Ausrufezeichen. Es fällt mir gerade... Ist Ausrufezeichen Manasch, oder? Ist sogar Ausrufezeichen Manasch, oder? Kann mal jemand Ausrufezeichen Manasch eingeben und Bo, vielen Dank. Ja, dann gibt es auch noch 4 Kilogramm Harry. Jetzt nicht für den, jetzt geht es erstmal hier rum und um eine Tasse. Congratulations! Also, hier, genau, das bin ich übrigens. Und schön, dass du reinguckst, Mann, ich freue mich. Also, es gibt Deadpool, es gibt 4 verschiedene Star Wars Tassen, es gibt eine Commodore Tasse und eine weiße Batman Tasse, die finde ich obercool übrigens. Und das stelle ich mal lieber hier hin. Und das stelle ich mal lieber hier drauf. Und Manasch, Ausrufezeichen, Elfengruß. Bo, vielen Dank für 20 Subs. Achso, das Mikrofon steht noch hier, ne? Dankeschön, Mann. Als Dankeschön rufe ich dich morgen an und frage dich, ob du noch mehr Sachen für mich machen kannst. Das ist doch total fair und nett, oder? Von mir. Hi, Olli. Einen wunderschönen. Und vielen Dank. Hübsi, war das Hübsi? Wieso habt ihr die Alerts? Warum gehen die Alerts nicht mehr? Ich prangere das an. Ich starte mal die Session neu. Dankeschön. Danke, danke, danke. Also, was wollte ich denn jetzt machen? Ich bin in Dubai bis zum 22. Ja, ich schicke das doch auch nicht zu dir nach Dubai, Mann. wo ist denn die nächste Grenze? 222. 222. Mal gucken, wie weit wir kommen diesen Monat. Hm.
Also, dann. 222, geht noch eine Kiste raus, wenn ihr wollt. Noah lässt fragen, wenn der Nikolaus das Spiel schickt. Also, wenn du in den... Wir können ja mal kurz zusammen in den Discord gucken. Wenn du... wo ist der Discord? Nur Subs, ja. Wir können ja mal schauen. Bei ein paar ist es heute schon angekommen, ne? Soweit ich weiß, hat man mir zumindest gerade gesagt. Hier. Da. Ne? Also ich kann euch nur sagen, Manasch, schlaf schön, viel Gruß, fetten Gruß nach Dubai. Ratgebender Wolf, macht doch auch ein Foto in Discord. Also viele Sachen sind schon angekommen, wie ihr seht. Wenn bis Montag eure Sachen nicht angekommen sind, und ein paar stehen ja noch da hinten auf dem Tisch, die verpacken wir morgen auch zusammen. Dann meldet euch auf jeden Fall. Ne? Dann, wir können alle Sachen nachverfolgen. Wie geil, die Kids sofort drauf. Ja, aber jetzt geht es erstmal um das erste Geschenk von euch. Und jetzt machen wir auch gar nicht mehr lang rum. Ne? Wir machen... Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Hä? Oh, das Feuer ist aus, sehe ich gerade. Na! So! Gucken, ob Scotty irgendwie fertig ist. Muss ja mal mein Handy auf laut schalten, ne? So, dann sag doch mal, also du kriegst das hier natürlich, ne? Trotzdem, auch wenn du gerade schon geschrieben hast, schreib auf Discord, ey, moin, ich bin's nochmal, ich bin der und der, ich habe dann und dann das und das gewonnen. Ganz einfach, damit wir es leichter finden, wenn wir Sachen nachgucken müssen. Das ist auf jeden Fall dabei und such dir doch mal eine Tasse aus. Nein, doch. Oh. Welches Schwein da hätten es denn gern? Gegen niemand. Vielen Dank. Gegen niemand, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Which Tasse do you want to have? Is it the Deadpool-Tasse, the Commodore-Tasse, the Star Wars-Tasse? Oder soll ich mal Holz nachlegen? Ich lege mal Holz nach. Zündel.
Commodore-Tasse. So, you, here you are. Harry Potter-Magneten, Fresserei und Trinkerei und eine Commodore-Tasse. Gegen niemand. Übrigens, danke. Vielen Dank fürs Verschenken. Du, falls es dir nicht. Du hast selber gar keins. Ich wollte nur nicht, dass du dich vielleicht vertan hast. Aber Dankeschön. War im Angebot. Ne, ich ziehe lieber das Angebot ab, damit es teurer aussieht. Just saying. Wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut. Ey, das heißt nicht, dass wir die umsonst bekommen haben, ja? Lieber Ragus, herzlichen Glückwunsch. Ne? Du weißt, schreiben und gut ist. Ja, dann vielen Dank für die 166, die vollgemacht worden sind. Das hier ist ein Überraschungspaket, ein Haribo-Überraschungspaket. Ich mach das mal auf und klebe es dann wieder zu morgen. Ist ja kein Ding. Ich muss es eh noch verstärken. Sonst fällt es auseinander. Ach so. Gegen niemand, vielen Dank für 100 Bits. Also nur noch mal, damit ihr wisst ungefähr, wie das aussieht. Kann man das so sehen? Ich bin hier ein bisschen zeitverzögert. Ey, gegen niemand. Vielen Dank, Mann. Das ist halt alles Bruchware. Wir waren da. Dankeschön. Wir waren da und haben ganz viele Kartons mitgenommen. Wir können da auch jederzeit wieder hinfahren. Alles Originalsachen. Die war halt Bruchware, haben sie neu verpackt. Insgesamt. Kilo. Ich will das jetzt hier nicht ausräumen, aber ich greife noch mal rein. Da sind auch kleine Tüten zwischendrin, ne? Also sowas zum Beispiel, ne? Oder hier. Oh, meine Lieblingsdinger. Sind da? Ja, sieht so aus. Also diese Kiste. Diese Kiste geht als Special heute raus. Ne? Zusätzlich am Ende des Monats geht immer noch pro erreichter Stufe was raus. Wir haben ganz viele geile Preise hier. Ne? Das hier versteigern oder was? Nein, das könnt ihr gewinnen. Aber das ist für Subscriber. Das ist ein Dankeschön für Subscriber, dass wir die Stufe erreicht haben. Wenn ihr Subscriber seid, könnt ihr mitspielen. Das ist nicht böse gemeint. Wie gesehen, ihr habt gesehen, als Follower könnt ihr auch was gewinnen. Ne? Das hier ist für Subscriber. Lieber gegen niemand. Deswegen habe ich gerade ein schlechtes Gewissen. Aber das sind die Regeln. Und Dankeschön. Wir nehmen... Was nehmen wir denn mal für ein... ich weiß, was wir machen. Windelking, wer ist denn Arthur? Dankeschön! Ich wollte nur diesen Schrei nochmal hören. Ausrufezeichen Restless Bo für alle Subscriber. Für die gilt natürlich auch. Ne? Für alle Subscriber.
als Dankeschön. ...18 Jahre oder älter, müsst ihr sein. Ne? Subscriber auf diesem Channel, logischerweise. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und auch ihr müsst mir natürlich nachher im Discord Vorderseite und Rückseite von eurem Personalausweis rausknallen. An alle, die Follower sind, hier gibt es gerade eben noch eine Tasse zu gewinnen. Ne? Das hier ist jetzt ein Dankeschön. Hatte ich gesagt, wenn wir die eine Stufe erreichen für die Subscriber. Ihr dürft da auch nicht böse sein, aber die finanzieren das alles. Ich nehme das Geld von dem Geld, was reinkommt, und kauft dafür Sachen und macht das alles. Deswegen, es soll alles immer ein Geben und ein Nehmen sein. Doch. Oh. Ratgebender Wolf, vielen Dank. Gegen niemand. Ausrufezeichen Restless Bo. Lieber Restless Bo. Du bist sehr, sehr geil. Super geil. Genau, Yoshi. 4 Kilo Haribo, die bringe ich dir dann vorbei, wenn ich die restliche Post mitbringe. Yoshi, jetzt hoffe ich, dass du gewinnst. Das wäre doch mal was, oder? Aber wenn du eine Kiste haben willst, ne? Du kannst gerne eine haben. Ohne Scheiß. Ich habe noch 2 6-Kilo Kisten und 4 Kilo Kisten. Wenn du eine haben willst, sehr gerne. Big Bean! Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Crazy, danke für 50 Bits. Dankeschön. Ich habe für die kleinen Bits-Spenden einen meiner Lieblingssprüche. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Ich müsste danach kommen. Irre. Ich sage artig danke. Liebe Subscriber, Ausrufezeichen Restless Bo. Ich hoffe, ich habe Restless Bo richtig geschrieben. Laura Marie, vielen Dank. Ich finde das auch fair. Ich finde das auch fair. Nee, ich gewinne die jetzt eh. Twitcher Tinker, das sagt mir meine Mutter jeden Tag. Aber ich finde... Wenn ich das irgendwie möglich machen kann, dann... Ich möchte damit zeigen, dass das halt hier so ein Geben und Nehmen ist. Keiner soll sich blöd fühlen. Und eigentlich möchte ich den Leuten damit nur zeigen, was eigentlich möglich wäre. Sollen wir, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn das alles ein bisschen größer wird, wenn die Art Games funktioniert und da ein bisschen Geld bleibt, wenn wir 1000 Subs haben, regelmäßig im Monat, oder 2000, dann, was dann alles zurückkommen könnte, was das alles, wenn wir endlich Sponsoren haben, die vielleicht noch was dazu tun. Ich finde halt, dass sich alle wohlfühlen sollen und müssen und so. Und das macht ja auch Spaß. Ich bin halt so ein Depp. Ist das Asthma oder Leidenschaft? Ich freue mich. Ektus! Entschuldigung, selbstverständlich, schon oben. Ektus, vielen Dank für den dritten Monat. Und ja, für die kleinen Dings, ich liebe... Was ist das? Licht ist... Es leuchtet blau, glaube ich. Eigentlich sollte das sein, ist auch egal. Ich finde das immer schön. Mir macht das ja auch Spaß. Ne? Jetzt. Also, ab 50. Bis 50. Der Schrei ist so irre geil. Ja, ist er auch wirklich, ne? Ist er auch wirklich. Egal. Man soll halt einfach ein bisschen miteinander. Wenn wir alle ein bisschen mehr miteinander, dann hätten wir auch alle gar keine Probleme eigentlich. Just saying. Ich fühle mich geehrt, aber ich mag dich sehr. Nein, doch. Oh. Dankeschön, Bro. Aber du für mich auch. Und morgen wirst du es wahrscheinlich auch wieder tun. Ich habe extra Restless Bo geschrieben, habe ich jetzt gewonnen. Habe ich ihn jetzt gewonnen, ja. Jesse hat Urlaub. Ach du großer Gott, da freue ich mich aber. Jesse, Ausrufezeichen Restless Bo, wenn du es noch nicht geschrieben hast, für schlappe 4 Kilo Haribo gehen auch morgen raus. Morgen wird spannend. Seid ihr soweit? Bo sagt los. Wenn Bo sagt Attacke, dann mache ich Attacke. Wenn wir noch ein bisschen warten sollen, dann warten wir noch ein bisschen. Und sind wir mal ehrlich. Schaut mal. Wenn... Moment, so schnell nicht. Ein letztes Mal. Geil, geil, geil. Dankeschön.
Das ist ja so, ne? Stocki, dankeschön, moin! Stocki, wenn du auch in der Nähe bist, ne? Wir gucken jetzt gleich Discovery. Just saying. Wenn ich mich an so einem Abend in so einem kurzen Stream über so viel freuen kann, dann könnt ihr euch doch genauso freuen, moin. Oder? Hm? Deswegen. So ist alles ein Miteinander. Und jetzt hole ich mir ein Bier und dann gucke ich, wann der Bo Go sagt. Ich habe die Kategorie Kochen drin. Twitcher Tinker, das sind ganz schlechte Scherze. Weil ich dann nachgucken muss, ob das stimmt. Mal sehen, was jetzt kommt. Ich glaube, da kommt erst bei 1000 was anderes. Ey, das wollte ich jetzt aber nicht damit sagen. Warte, Bo, warte. 1,5, warte. Scotty klingelt. Ich muss aufmachen. Hör auf! Ja, nicht du! Ich weiß gar nicht, was jetzt kommt. Moin! Moin! Und was kommt jetzt? Olli, mach uns glücklich. Danke für 2000 Bits, Alter. Dankeschön. Die nächste Stufe. Jetzt übrigens mal moin! Ah, ey, dass du das so lange aushältst, den ganzen Tag. Er kommt aus dem Unperfekthaus, der Mann. Ja. Dankeschön. Hallo zusammen. 4 Kilogramm gemacht. Welches Ausrufezeichen? Ausrufezeichen Restless Bo. Dann ja. Gut. Dankeschön, Crazy. Genau. Bier? Yeah. Welches hättest du denn gerne? Heineken oder? Nee, ich glaube mal anders. Ich habe noch Pülliken, glaube ich. Ja, Pülliken ist super. Big Bean! Wieder deine deine Wetterwarte mit? Nee. Aber zwei Laptops. Und der Mann hat frei morgen, Leute, ne? Also lasst ihn in Ruhe. Damit das klar ist. Ich hoffe, dass Kachelmann recht hat. Und morgen früh um 5 Uhr ist wirklich gutes Wetter. Vielen Dank, Big B. Dankeschön. Scotty muss los sagen, dafür ist er jetzt da. Verantwortung abgewälzt. Ja, dann Prost. Prost. Los. Achso, übrigens, sind in meinem Klo, falls du aufs Klo musst, keine Scheißstreifen, sondern ich habe mir meine grauen Stellen braun gefärbt. Und dann habe ich diese Dinger, die stehen mit einem Tuch und das ins Klo geschmissen, aber nicht abgezogen. Und jetzt sieht das toll aus, wenn man auf mein Klo geht. Da denkt man, das sind zwei Scheißstreifen. Sind sie aber nicht, übrigens. Falls euch das irgendwie interessiert. Scotty muss los sagen. Ja, habe ich schon. Hast du schon? Mein Gott. Ja, als du gerade an das Bier angesetzt hast, damit ich dich ärgern kann. Wie romantisch.
Na dann, 3, 2, 1. In die andere Richtung, ne? Scheiße. So. Was? Nee, schon gut, schon gut. Hey, sag, was du zu sagen hast. Nein, da war gerade der Joker-Alert und ich habe gedacht, ich stelle mich genau dahinter. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen, glaube ich. Das stimmt. Du musst dich wieder mehr in die Mitte stellen, wenn der Alert angeht, damit man nicht... Ist genau. Das ist ein bisschen sehr zeitverzögert hier. Ja, ja, ist okay. Hi, Elfe. Hi, hi. Scheißstreifen, sagt er. Was ist denn da sonst im Klo? Bremsstreifen. Das sind die in der Hose, oder nicht? Ja, ich kann immer beides. Ja. Also wenn ich vom Haare färben... Der könnte, er bremst ja auch. Wenn ich vom Haare färben... Streifen in der Hose hätte, würde ich mir gedacht machen. Dankeschön! Vielen Dank! So, jetzt aber. Ist ja hier, ich habe da unten geschrieben. Das stimmt. Ich hab's nur da. Ist das Asthma oder Leidenschaft? Du sollst die Pfoten hochnehmen. Ja, Entschuldigung, selbstverständlich, schon oben. Jetzt kann ich auch was schreiben, wenn irgendwie. Ja, jetzt zähl mal bis 10. 1. Tja. Glückwunsch, ne? Hast du Glück gehabt, hast fast zu früh geschrieben. Natürlich hätte das übrigens auch gezählt, ne? Wir sind ja keine Arschlöcher. Nur zu spät ist zu spät. Zu früh ist ja früher, als man hätte eigentlich schreiben sollen. Was ja gut ist, ne? Aber zu spät geht er nicht. Lilantra, herzlichen Glückwunsch. Sie wissen, was Sie zu tun haben, ne? Im Discord. Herr Grolko, vielen Dank. Und wild unterwegs, schlafen Sie schön. Auf meinem Handy bist du schneller als auf dem PC. Ja, Grolko, vielen Dank. Vier Kilogramm Haribo. So sieht das übrigens aus. Geil, oder? Ja. 3,5 Kilogramm. Ja, ich stehe, also wenn, ne, ich weiß nicht, wo wir jetzt sind, aber gerne noch eine Kiste. Die geht auch morgen raus. Stell ich die mal hin. Ah, ich stelle mal hier drauf, dass die hier auf ist. Werbung. Schick am Monitor. Voll die Geräusche von mir. Mann, ich muss mal gucken, ob die Wohnung da noch versiegelt ist.
versiegelt, die Wohnung. Das ist schon krass. Da darf keiner, nicht mal der Vermieter im Moment rein. Okay. Abgefahren. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ist gerade so schön hier. Das stimmt. Da hast du recht. Vielen Dank, Leute. Hier wird gerade so viel geschrieben. Crazy möchte gerne 2 Minuten lang Emotes only, oder was? Mhm. Und der Hype Train fährt ja auch noch. Ach ja. Okay. Wie war das? So. So. Ach du Scheiße, 15 Anfragen. 11 Timeout, 3-mal nur Emote-Chat. Ja, das geht immer so unter. Ne? Das tut mir leid, Leute. Nein, doch. Wir machen das heute nicht. Das machen wir dann am Morgen. Musiker Love. Dankeschön! Das machen wir dann am Morgen. Ja, kalt ist, ich habe die Haare wachsen lassen und Käppi aufgesetzt. Das ist der einzige Unterschied. Gut! Ja, aber nebenan geht nicht. Die Tür ist versiegelt, also du kommst da nicht rein. Wäre dann vielleicht in der kleinen Wohnung noch. Der neue Cobra Kai Trailer ist draußen. Entbannungsanfragen, weil habe ich jetzt gerade gar nicht nachgeguckt. Ich hole mir jetzt auch ein Bier. Lieber Big Bean. Aber, Jesse, bis morgen. Schönen Feierabend. Ja, schönen Abend. Spektakus. Vielen Dank. Ja, komm. Also, dann rauchen wir uns als eine, trinken das Bier auf. Und dann ist aber auch Feierabend hier, ne? So. Moment. Sind wir jetzt mal kurz am Kamin an, das ist die Zigarette, ne? Ich bin zu alt für so einen Scheiß, ich muss mich da bücken lassen, finde ich nicht. Ja, aber ich bin hier. Also von daher. So. Ja, also ich freue mich sehr. Ich freue mich, dass wir euch auch ein bisschen glücklich machen konnten. Ah, warte. Ja. Ah, die Haltedinger. Ja. Sehr cool, oder? Hat der Scotty gedruckt. Für zur Maske halten. Ja. Könnt ihr ja vielleicht auch gewinnen, wenn ihr wollt. Also, ne, bis auf eins. Genau, eins solltest du für dich behalten. Ja, genau. Sieht aus wie ein Mini-WWE-Gürtel. Das stimmt. Aber sehr, sehr cool. Die sind hier, packst du in den Nacken, dann machst du die Maske dran, dann musst du die Maske nicht über die Ohren haben. Ist sehr praktisch. Als ich dann gemerkt habe, ich muss die Maske den ganzen Tag hier tragen dann, ne? Weil wenn man aufsteht und so, echt nach dem zweiten Tag mit hatten so die Ohren weh, alles wund. Oh, da hatte ich auch keinen Bock drauf. Dann habe ich mir die Dinger ausgedruckt und seitdem gar nichts mehr. Niklas, moin! Moin! Lila, das kriegst du schon noch raus. Ich bin da hoffnungsvoll. Ja, Restless Bo ist eigentlich in echt auch nur 1,30 groß. So ein kleines Figürchen. Und total still. Ganz genau. Büstenhalter.
Ja, also vielen Dank. Also das finde ich aber auch cool, dass so viele Leute von euch an einem Donnerstagabend zuschauen. Freue ich mich sehr drüber. Ohne Scheiß. Das ist was Besonderes für mich. Vielen Dank. Und danke für alles da, so gedönst und so. Ne? Schau mal, falls ich das gleich vergessen sollte. Und liebe Follower, das ist nicht so, dass uns das total egal ist, wenn ihr followt. Überhaupt nicht. Nur, es war in den letzten Wochen so häufig so, dass irgendwelche Deppen 1000 Follower rauskloppen oder 500. Und dann hast du halt die ganze Zeit den Follower-Alert. Das tut mir leid. Das ist total doof. Aber, werden wir demnächst auch mal wieder umschalten. Big Bean, vielen Dank. Und ich kann mich nur bei dir bedanken heute. Morgen wird auf jeden Fall lustig. Wir werden morgen sehr viel planen. Auch das Wochenende werden wir morgen planen. Zusammen. Und so. Aber wir haben ja auch lang und breit jetzt über die Arden Games gesprochen. Das ist ja auch ganz cool. Es müssten übrigens alle Streams bis gestern online sein auf YouTube. Ich brauche nur 1000 Follower auf YouTube. Übrigens, wir sind bei 386 oder so. Ausrufezeichen YouTube und bitte folgen. Du hast nur dreimal so viele wie ich. Ey, ich bin froh, dass ich überhaupt auf 4000 Watchstunden komme jetzt irgendwie. Das sind irgendwie 3996 oder sowas. Was ist dann, wie viele Views hat dein meistgesehenes Video? Ach, bitte nicht mal ein Bruchteil von dem wie deins, glaube ich. Ich glaube 5000 oder 6000 oder so. Ja, ist ein Bruchteil, nur ein kleiner Bruchteil. Was war irgendwas mit Enterprise? Waren 100.000 oder 100.000? 130 oder sowas, ja. Ja, geil. Und ich verstehe nicht warum. Ah, crazy, das können wir ja spontan machen, ne? Die Sachen da, die Whiplash-Sachen am Rechner, die funktionieren ja, das können wir ja machen. Alles andere funktioniert halt kaum. Ne? Das ist halt das Doofe. Aber wir machen ein paar schöne Spiele morgen. Planen ein paar schöne Spiele. Machen morgen ein bisschen. Und Samstag und Sonntag wird geil. Ich freue mich darauf. Vielen Dank. Vielen Dank. Abonnieren, liken. Und nicht die Glocke vergessen. Genau. Twitcher Tinker, da hast du recht. Ich stehe auch mehr auf das hier. Und Livestream-mäßig wirst du ja auf YouTube nicht gefunden. Aber ich denke mal, es wäre auch nicht viel Kohle, die dabei rumkommt. Nur, was weiß ich, $100 haben oder nicht haben. Ich meine, ne? Ja, aber selbst das dauert ewig. Also wie gesagt, ich habe mit meinen paar Videos ein paar hunderttausend Views und ich glaube, ich habe insgesamt $36 verdient. $36 haben oder nicht haben? Und die kriegst du nicht mal ausgezahlt, weil du mindestens $100 umsetzen musst, bevor die auszahlen. Okay, YouTube-Partner sein oder nicht sein? Scheiße. Nee, bei beiden Plattformen gleichzeitig streamen geht nicht. Nee, das darfst du nicht. Das ist quasi ein Exklusiv-Deal hier. Genau, also ich darf 24 Stunden nachher, nach dem Stream, darf ich den Stream auf YouTube hochladen. Da sind auch alle Streams, da könnt ihr euch ja alles angucken. Jeglichen Ausraster und jegliches Lachen und alles Mögliche. Und das Unperfekthaus könnt ihr euch angucken, Scottys Sammlung könnt ihr euch angucken. So, Scotty und ich quatschen jetzt ein bisschen und dann gucken wir Star Trek Discovery. Yes! Ich finde die Folge so geil. Ich bin sehr gespannt. Also es ist, ich will nichts verraten, aber es ist wieder das gleiche, wie ich aber letztens gesagt habe. Es gibt mir sicher Leute, die das total kacke finden. Ich finde das so episch. Ich höre aber auch immer mehr Stimmen, die sagen, die Serie scheint sie endlich gefunden zu haben. Ja? Ja. Oh, das macht mich aber froh. Ja. Ich muss mir nochmal vom Zack mit dem Bo anschauen. Ja, mach das. Okay, Leute, dann sag ich hier schon mal Tschüss, ne? Und richte ein, wo wir hingehen. Und da der Scotty sagt, weil er Gast ist, natürlich als letzter Tschüss. Warte, so und so. Ich weiß noch nicht wann. So, gehen wir mal hin. Erstmal suchen.
Detlef. Luna, danke schön! Wo gehen wir denn mal hin? Oh Gott, er hat den großen Bären gekriegt. Wo gehen wir denn mal hin? Wir gehen da hin. Ob es euch gefällt oder nicht, ich liebe diesen Kerl. Mein Arsch, ja, der bin ich wohl. Und da gehen wir hin. Wo ist er denn gerade aufgehört? Während ich getippt habe, aufgehört, das wäre natürlich super. Kommt alle mit, lasst einen schönen Gruß da und danach macht, was ihr wollt. Ich würde mich sehr freuen, das ist einer von den Guten. Und ich sage nochmal artig vielen Dank. Ich freue mich auf morgen. Ich weiß nicht, wann es morgen losgeht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich freue mich auf jeden Fall und sage artig Tschüss. Und jetzt bist du dran. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Habt eine tolle Zeit, bestellt schöne Grüße und ja... Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Danke für alles.